Heute im Live-Webinar Simon Betschinger, Börsenprofi durch und durch, CEO und Gründer von TraderFox, einer Unternehmung mit 64 Mitarbeitern. Für mich das deutsche Bloomberg. Simon spricht darüber, wie er es geschafft hat, in einem Echtgelddepot eine Verzehnfachung innerhalb von nur 4 Jahren hinzubekommen, mit welchen Routinen er regelmäßig am Markt arbeitet. Und er stellt uns eben seine besten Ideen und Screening-Methoden vor. Software und Strategien, das sind seine Steckenpferde. Und ich freue mich sehr, jetzt das Webinar mit dir zusammen zu starten. Mit Simon Betschinger. Ja, lieber André, liebe Webinarteilnehmer, es freut mich ganz besonders, heute hier zu sein, dass mich André eingeladen hat zu sich, um einmal meine persönliche Geschichte zu erzählen. Ich habe den Bildschirm geteilt. Man müsste nun meine Slide sehen. Dann deaktiviere ich jetzt während des Vortrages die Kamera. Ich mache sie nachher bei der Fragerunde wieder an. Jetzt warte ich noch auf eine kurze Bestätigung, dass man die Slide sieht, weil da gab es auch schon die kuriosesten Dinge bei Multi-Monitor-Systemen. Also wenn Passt ihr... alles perfekt. Wunderbar. Was ich jetzt mache in dem Webinar, ich erzähle meine persönliche Geschichte. Ich gebe Ihnen überhaupt keine Empfehlung. Ich kann Ihnen einfach erzählen, wie ich die Börse, wie ich das Trading in mein Leben integriert habe. Börse gehört zu meinem Leben mit dazu. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht einen Blick auf die Aktienmärkte werfe und keinen Tag, an dem ich mich nicht mit einer Routine beschäftige, um neue spannende Aktien zu entdecken. So vom Ablauf. Ich stelle ungefähr 10 Minuten meine Philosophie und mich ein bisschen vor und dann geht es wirklich gleich an die ganz konkreten Routinen, die ich täglich durchführe und ich zeige diese Schritt für Schritt. Angefangen habe ich 1998, damals mit 3000 D-Mark und meine Trader-Karriere, die ging nach und nach stetig voran, mit dann dem Rekord in 2021 mit einem Handelsgewinn von über 500.000 Euro in einem Jahr. Ich habe angefangen 2006, dass ich auch Steuererklärungen veröffentlicht habe, ganz einfach, um den Leuten zu zeigen, dass ich Praktiker bin, dass ich kein Theoretiker bin, der nur Geschichten erzählt, sondern dass ich einfach Händler bin. Ich handle, es ist meine Leidenschaft, es ist das, was ich tun möchte und ich habe mich da so festgebissen. Ich hatte eine Verlustphase, also 98 habe ich angefangen. 2000 bis 2003 hatte ich dann 3 Jahre Verlustphasen, da wusste ich es nicht, wie es geht. Aber dann nach 5 Jahren Lernphase begann ich dann ab 2003 profitabel zu werden. Und ganz klar, da bin ich auch stolz drauf. Ich hatte zwei Phasen oder zwei Karrierephasen in meiner Trader-Laufbahn. Einmal von 2006 bis 2010 als Heavy Trader. Dort sieht man quasi hier diese Steuerbescheinigungen von damals, angefangen mit 100.000 Euro, dann erster große Sprung 2007 mit 396.000 Euro Handelsgewinn, zweiter großer Sprung 2009 in der Aufwärtsphase nach der Finanzkrise. Das war übrigens die schönste Marktphase aller Zeiten. Da waren die Kurse komplett ausgebombt. Die Finanzkrise hatte selbst bei bekannten Firmen wie Infineon zu Kursen im Penny Stock Bereich geführt. Und von diesen niedrigen Niveaus haben sich dann die neuen Aufwärtstrends gebildet. 2009 dann auch der nächste Sprung. Das war quasi in diesem Zeitraum 2006 bis 2010 gelang mir meine erste Depot-Verzehnfachung, damals als Heavy Trader. Heavy Trader bedeutet, ich habe meine 5, 6, 7.000 Transaktionen pro Jahr gemacht. Heavy Trading kann man machen. Macht aber langfristig nicht zufrieden und nicht glücklich. Es kostet zu viel Energie. Es macht dauerhaft keinen Spaß, jede Sekunde am Monitor zu sein, die Intraday-Charts zu beobachten. Das ist eine Sache, die kann man phasenweise durchführen. Ich würde es nicht mein ganzes Leben durchführen wollen. Dann habe ich gewechselt und bin jetzt fokussierter Investor, so würde ich mich jetzt bezeichnen. Das heißt, ich
mache immer wieder Depots, wo ich sage, hier nehme ich mein Geld und investiere mein Geld ganz gezielt in zwei oder drei Aktien, nicht mehr. Darüber hinaus habe ich natürlich noch meine Investmentdepots, wo ich auf Buy and Hold sehr langfristig investiere. Aber die großen Vermögensfortschritte versuche ich in meinem fokussierten Investing-Depot zu machen, wo ich das Kapital nicht streue, nicht diversifiziere, sondern wo ich mich für zwei bis drei Aktien entscheide, die ich kaufe. Großes Vorbild hier ist übrigens Warren Buffett, der genau diese Philosophie predigt und genau diese Philosophie ja auch noch heute durchführt. Bei mir gibt es nur eine einzige Seite: Mindset, Trading, Psychologie. Keine Angst, nur eine einzige Seite. Und zwar gibt es einen Film, der ein gutes Beispiel brachte. Das war ein Pokerfilm mit Matt Damon, ich weiß den Namen nicht mehr. Und da hat er gesagt, wenn du beim Pokern am Tisch sitzt und nicht weißt, wer der Verlierer ist, dann bist du der Verlierer. Und das kann ich bestätigen. Immer wenn ich pokere, weiß ich ganz genau, ich werde nicht gewinnen. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ich kenne die Regeln, aber ich habe trotzdem keine Ahnung, wie Poker funktioniert. Und ich weiß sofort am Tisch, dass ich der Verlierer sein werde. An der Börse war es irgendwann anders. In meiner Lernphase 1998 bis 2003 habe ich irgendwann die Gewissheit aufgebaut, wenn ich meinen Routinen folge, wenn ich mein Research konsequent durchziehe, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich die nächste Aktie entdecke, die sich vervielfachen wird, die mir bei meinem Vermögen einen weiteren großen Sprung nach oben ermöglicht. Und was ein Treffer ausmachen kann, sieht man hier noch an dem Screenshot von Nvidia. Er hat nur eine einzige Aktie, das ist sogar schon der Depotstand nach Teilverkäufen. Also ich hatte fast die Hälfte schon rausgenommen. Die Erstposition war ungefähr 50.000 Euro und hier 4.000% plus. Das heißt, man kann mit Wachstumsaktien, die man gut trifft, kann man diese großen Sprünge erreichen. Und dieses Ziel sollte man auch haben, wenn man fokussiert investiert. Warum? Was wäre die Alternative? Die Alternative ist ja, ich möchte 8 bis 10% Rendite pro Jahr, dann kann ich ETFs kaufen. Dann habe ich keinen Zeitaufwand, dann muss ich mich nichts mit der Börse beschäftigen. Ich kaufe einfach einen ETF auf den S&P 500, auf den MSCI World oder auf den Vanguard All World. Das ist mein bevorzugter ETF in meinem Investment Depot. Und dann kassiere ich die Marktrendite. Und ich sage jetzt, wenn ich jetzt mehrere Stunden Zeit für die Börse investiere, dann sollte ich doch das Ziel haben, dass ich mein Börsenkapital vervielfachen möchte, dass ich die großen Sprünge anstreben möchte. Und das ist auch, was ein ganz großer ebenfalls gesagt hat, der Peter Lynch, erfolgreichster Fondsmanager aller Zeiten. Der hat auch gesagt, hey Leute, wenn ihr ein Portfolio habt, dann strebt an, dass ihr in diesem Portfolio auch Aktien von dem Typ kauft, die das Potenzial haben, eine Tenbagger-Aktie zu werden. Weil ein Tenbagger ändert alles. Der gleicht die Verluste aus, der bringt euch nach vorne. Strebt darum an, dass ihr Aktien kauft, die auch einen Tenbagger werden können. Beispiel: Allianz, ist es vollkommen unrealistisch auszugehen, dass es ein Tenbagger wird. Wenn wir Aktien wollen, die sich vervielfacht haben, müssen wir Aktien kaufen, die eine besondere Wachstumsstory versprechen. Ich kann jetzt mal zeigen, wie mein aktuelles fokussiertes Investing Depot aussieht, das ich neu aufgemacht habe im November 2023. Peer Network fehlt hier, muss ich dazu sagen. Die habe ich auch drin. Die ist gerade bei plus minus null. Die ist aber in einem anderen Depot drin. Dabei habe ich jetzt den Screenshot nicht eingefügt. Aber auch hier sieht man, dass eine Supermicro-Computer jetzt seit dem Kauf im November auch wieder bereits 80% im Plus ist. Also hier läuft jetzt ein potenzieller neuer, wie ich es nenne, Big Money Trade an. Und worüber ich jetzt gleich in den Routinen sprechen möchte, ist, wie gehe ich vor, um solche Aktien zu finden? Und welche Eigenschaften müssen solche Aktien haben?
Jetzt bespreche ich noch ganz kurz die Eigenschaften, nach denen ich suche. Moment, ich habe eine riesige, lange Präsentation, aber uns interessiert jetzt nur eine Sache. Und da scrolle ich hin und dann teile ich den Bildschirm wieder. Eine Eigenschaft von Aktien. Kommen wir zu dem ersten, was ich suche. Und Vorbild ist hier Jesse Livermore. Sie müssen entschuldigen, wenn ich jetzt schnell durchgehen muss. Unsere Zeit ist begrenzt, aber ich gebe gute Quellen an, wo man sich näher informieren kann. Die ursprüngliche Pivotal Point Strategie wurde von Jesse Livermore entwickelt. Sein Buch ist kostenlos downloadbar. Wenn man danach sucht, How to Trade in Stocks, PDF-Datei, dann findet man dieses Buch. Und dieses Buch hat ganz maßgeblich zu meiner Trading-Strategie beigetragen. Es hat in Kapitel 5, wird vom Pivotal Point gesprochen, vom Schlüsselpunkt. Und Jesse spricht hier von Punkten in der Kursentwicklung. Wenn er die trifft, dann kann er sicher sein, dass er ganz am Anfang einer Ready-Bewegung einsteigt. Und diese Schlüsselpunkte, die gibt es. Und die Frage ist, was sind das für Punkte? Was sind das für Schlüsselpreise? Pivotal Points werden durch neue Informationen markiert, die Marktteilnehmer zu einer neuen Meinungsbildung veranlassen. Ein einfacher Satz. Aber was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, es kommen Firmen, es kommt eine Firmennachricht raus, in der die Firma etwas komplett Neues vorstellt, was sie machen. Nehmen wir als Gegenbeispiel die Allianz. Die Allianz macht Versicherungen. Jeder kennt das Versicherungsgeschäft. Es bietet nichts, sondern es bietet kein Verwirrungspotenzial. Ich habe die Allianz auch im Depot. Sie schlummert in meinem Investmentdepot. Sie bringt mir gute Dividenden. Ich würde aber die Chance auf nahezu null beziffern, dass ich diese Aktie verdoppeln kann in 1 oder 2 Jahren. Jetzt gehen wir einmal zurück zu Nvidia, um diesen großen Pivotal Point anzugucken. Diesen großen Schlüsselpunkt, der im Jahr 2016, als ich eingestiegen bin, stattgefunden hat. Sie haben meinen Screenshot zum Depot vorher gesehen. Hier, ich bin eingestiegen bei 30 US-Dollar. Es gab einen Split. Split bereinigt entspricht das 7,50 Dollar. Hier. Das ist ein Pivotal Point. Ein Schlüsselpunkt. Und was wurde an diesem Tag gemeldet? Es wurde gemeldet, dass Nvidia in den Markt für Server-GPUs groß einsteigt. Und Sie haben damals in der Pressemitteilung geschrieben, unsere GPUs bringen gegenüber den CPUs von Intel einen Geschwindigkeitsvorteil um den Faktor 12 bis 14 für bestimmte Aufgaben. Und wir haben bereits große Kunden gewonnen. Wir haben Alibaba als Kunde gewonnen, wir haben Amazon AWS als Kunde gewonnen. Und das war quasi der Einstieg in eine komplett neue Produktkategorie, die deutliche Vorteile brachten. Damals hatte Intel ja einen Marktanteil von über 95% gegenüber dem bisherigen Marktführer. Und das ist ein Pivotal Point. Das ist ein Schlüsselpunkt. Das ist eine ganz bedeutsame Information, die einer Aktie eine komplett neue Wachstumsperspektive gibt. Dann haben wir die zweite wichtige Erkenntnis, die zweite wichtige Eigenschaft, die wir bei Aktien wollen. Und dieses Theoriebild habe ich oder geht auf Josef Schumpeter zurück, von dem ich hier sehr viel darüber gelernt habe, wie der Kapitalismus funktioniert. Schöpferische Zerstörung hat es Josef Schumpeter genannt. Man kann darüber lesen in folgenden beiden Büchern. Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie und Konjunkturzyklen. Beide super Bücher habe ich, beide verschlungen habe. Konjunkturzyklen hat 1000 Seiten. Man sollte sich einmal im Leben dadurch quälen. Man lernt so viel über den Kapitalismus und das Funktionieren des kapitalistischen Systems. Aber
Er schreibt, dass der Kapitalismus ein Prozess ist, bei dem die Wirtschaftsstruktur unaufhörlich von innen heraus revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört wird und unaufhörlich eine neue Struktur aufgebaut wird. Das ist die schöpferische Zerstörung. Und jetzt gucken wir uns mal an, was man sich darunter vorstellen kann. Schöpferische Zerstörung, die Schöpfung. Wir haben hier die Einführung von Computertechnologie in den Wirtschaftskreislauf. 1972 kam der erste Mikroprozessor von Intel auf den Markt und keine 30 Jahre später war der gesamte Kapitalstock der Wirtschaft, also Haushalte und Unternehmen, hatten die Computertechnologie quasi bei sich stehen. Und das ist die Phase der Schöpfung. Es gibt auch die Phase der Zerstörung, aber wir sollten uns merken, wenn wir eine vervielfache Aktie suchen, sollten wir uns bei den Technologien aufhalten, denen die Zukunft gehört. Also jetzt vielleicht eher doch nicht in Kohleenergie investieren, sondern jetzt eher in andere Technologien investieren, denen die Zukunft gehört. Gut, und jetzt gibt es, wenn ich Firmennachrichten lese, wie gesagt, ich muss hier sehr schnell durchgehen, aber der André, der gibt hier eine Aufzeichnung raus, dann kann man sich das nochmal anhören. Wenn ich eine Firmennachricht bekomme, dann überprüfe ich sie auf folgenden Sachverhalt. Man verdient dann gutes Geld mit Aktien. Wenn eine Aktie oder ein Unternehmen deutlich mehr Geld verdient, als der Marktkonsens erwartet. Beispiel, und das ist der untere Pfeil, die Allgemeinheit erwartet, der Marktkonsens, dass der Gewinn einer Aktie in den kommenden 3 Jahren um 20% wachsen wird. Wenn die Aktie um 20% wächst in den kommenden 3 Jahren, werde ich keine Outperformance haben. Ich habe eine Outperformance genau dann, wenn der Gewinn um 50% gestiegen ist. Sprich, wir verdienen unser Geld mit einer Schere zwischen wirklicher Entwicklung und Erwartungshaltung. Das treibt die Kurse. Und jetzt kommen wir auch gleich zu den Routinen. Ich zeige noch kurz als Vorbereitung, wo man die aktuelle Erwartungshaltung findet. Ich klicke eine Aktie an. Ich gehe hier auf desk.traderfox.com. Und hier vielleicht noch der Hinweis, diese Software, die Sie gerade gesehen, da hat der André nachher ein super Angebot für Sie. Also wenn Sie auch mit der Software arbeiten wollen, dann schenkt Ihnen der André nachher oder unterbreitet Ihnen nachher ein wunderbares Geschenk. Hier in der Software kann ich, sobald ich eine Aktie angeklickt habe, kann ich auf die Infobox gehen. Und hier bekomme ich die Konsensprognosen beim Umsatz und beim Gewinn. Und ich prüfe jede Nachricht dahingehend, ob ich einen begründeten Anlass habe, zu glauben, dass sich eine Firma deutlich besser entwickeln wird, als der Marktkonsens, den man hier sieht, erwartet. Ja, das ist die Einleitung. Jetzt wissen wir, was wir suchen. Wir suchen Schlüsselpunkte, wir suchen Nachrichten, die irgendeine Information beinhalten, wo wir denken, wow, hier wird Wachstum stattfinden und hier wird stärkeres Wachstum stattfinden, als wir bislang geglaubt haben. Und um diese Aktien systematisch im Blick zu haben, benötigen wir 8 Routinen. Und diese 8 Routinen, die möchte ich jetzt mit Ihnen durchgehen, die ich Tag für Tag durchführe. So, ich gehe weiter vor in meiner PDF, dann teile ich meinen Bildschirm erneut. Hier die essentielle Fragen für erfolgreiches Trading. Und ich erkläre und zeige, warum die Routinen so wichtig sind. Die erste Frage, die ich mir stelle, lautet, welche Aktien stoßen auf neue 52-Wochen-Hochs vor und warum? Warum ist dieses Screening so wichtig? Weil
Es klingt wie eine Binsenwahrheit, aber es ist eine universelle Wahrheit, mit der wir viel arbeiten können. Die großen Gewinneraktien an der Wall Street, sei es eine Apple, sei es eine Netflix, sei es eine Alphabet, die haben sich nicht auf einmal verzehnfacht, die haben sich nicht auf einmal verfünfzigfacht, sondern die waren Stammgast bei den Aktien, die neue 52-Wochen-Hochs markiert haben. Gucken wir uns vielleicht mal den Chart von Apple an. Ich die Apple-Aktie betrachte im Laufe der Jahre, dann hat die Apple-Aktie ständig Phasen gehabt, wo sie ständig neue 52-Wochen-Hochs gemacht hat. Hier, neues 52-Wochen-Hoch, neues 52-Wochen-Hoch, neues 52-Wochen-Hoch. Das heißt, wenn ich systematisch beobachte, welche Aktien auf neue 52-Wochen-Hochs vorstoßen, dann bin ich informiert über die einfach die Top-Stories, die es gerade am Markt gibt, die gerade am Markt gespielt werden. Jetzt zeige ich mal, wie das geht. Ich klicke rechts unten auf Plus neuer Desktop. Ich nenne diesen Desktop Routinen und speichere ihn mal. Jetzt habe ich einen leeren Desktop. Ich gehe oben in der Navigation auf Screener. Ich gehe auf Radarbox Signale. Und dann bekomme ich hier standardmäßig die Box, wo ich sehe, diese Aktien haben ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Dann lese ich, welche Nachrichten dahinter stecken. Und ich kann Ihnen gleich die Geschichten erzählen. Siemens Energy steigt seitdem im letzten Monat, das hat mal so einen neuen Kursschub gegeben, die EU beschlossen hat, das Ausbauziel für erneuerbare Energien zu erhöhen. Und nachdem vor allem auch Deutschland beschlossen hat, dass man aus der Nordsee ein Offshore-Powerhouse machen möchte. Wir wollen ganz viel Wind erzeugen im Norden, denn in den Süden transportiert wird. Und dafür braucht man Stromtrassen und die werden unter anderem von Siemens Energy gebaut. Und so versuche ich jeden Tag vorzugehen. Ich schaue, welche Aktien neue 52-Wochen-Hochs ausgebildet haben. Ich gehe dann auf die Infobox und checke die Nachrichtenlage. Und dann sehe ich, welche Nachrichten stecken da dahinter und warum steigt diese Aktie. Gucken wir uns zum Beispiel einmal Siemens an. Dann stellen wir sehr schnell fest, die haben heute Zahlen gebracht, die Jahresprognosen lagen oberhalb der Erwartungen. Hier kommen die ganzen Meldungen rein. Über Umsatzwachstum, über den Erwartungen, Gewinnwachstum auch. Und der Treiber für diese Entwicklung sind unter anderem digitale Fabriken. Wer eine automatisierte Fabrik heute bauen möchte, kommt an der Software von Siemens nicht mehr vorbei. Siemens baut das Betriebssystem für die digitale Fabrik. Das ist aktuell eine schöne Story bei Siemens. Genau, das war die erste Routine. Welche Aktien stoßen auf neue 52-Wochen-Hochs vor? Und ich stelle mir die Frage, warum? Warum tun Sie das? Kommen wir zur zweiten Frage. Welche Aktien werden unter hohem Handelsvolumen akkumuliert? Wenn Aktien mit einem deutlich erhöhten Handelsvolumen steigen, dann gibt es dafür ja meistens auch einen Grund. Und dieses Screening zeigt mir auch, hey Simon, bei diesen Aktien solltest du mal näher hinschauen. Da tut sich irgendetwas. Ich zeige, wie ich dieses Screening durchführe. Ich schließe mal die Fenster oder die Radarbox und jetzt öffne ich den Screener. Ich gehe auf Screener, ich gehe auf TraderFox Screener. Und dort sind diverse Templates vordefiniert. Unter anderem ist das Template durch vordefiniert. Steigende Aktien mit steigendem Volumen. Und ich führe das mal für die 1000 größten amerikanischen Aktien aus. Jetzt wird ein Echtzeitscreening durchgeführt mit einem Volumenindikator. Und jetzt habe ich, und das Screening ist so eingestellt, dass der Volumenindikator bei mindestens 100% Volumen plus sein muss. Sie können das natürlich auch jederzeit modifizieren. Und da sind aktuell die Aktien, die mit starkem Volumen steigen. Ich kann das auch auf Monatsbasis durchführen. Ich gehe jetzt mal auf das Screening, Kurs und Volumenmomentum in den letzten 4 Wochen.
dort steht, was dieses Template macht. Dieses Template findet Aktien, die unter hohem Handelsvolumen in den letzten 20 Tagen angestiegen sind. Schauen wir uns mal dieses Template an. Ich führe auch hier ein Screening über die 2000 größten amerikanischen Aktien durch. Und jetzt finden wir Titel, die unter hohem Umsatzvolumen angestiegen sind. Sieh an, wie meine Supermicrocomputer. Supermicrocomputer steigt gerade unter hohem Umsatzvolumen. Ich sortiere jetzt mal nach dem Volumenindikator. Und jetzt sehe ich hier die Aktien, die unter hohem Volumen ansteigen. Hier haben wir eine Übernahme. Sieht man sofort. Hier haben wir auch eine Übernahme. Da haben wir keine Übernahme. Das sieht nach einem Pivotal Point aus, nach einer Schlüsselnachricht. Ja, und so klicke ich diese Aktien durch und nehme mir Zeit, diese Aktien dann Schritt für Schritt kennenzulernen. Eines fällt auf. Eines fällt auf. Man entdeckt bei diesen Routinenaktien, über die noch nicht im Börse Online berichtet wird, über die noch nicht bei der Aktionär berichtet wird, die man auf den Finanzportalen noch überhaupt nicht kennt. Ja, aber darum geht es. Man muss auf die Stories aufmerksam werden, bevor das Börsenpublikum, das gesamte Börsenpublikum, diese Stories auf dem Schirm hat. Und so, nur dann hat man die Möglichkeit, dass man diese ganz großen Scheren findet, wo die Konsenserwartungen eventuell im Widerspruch zu dem stehen, was tatsächlich erreicht wird. Okay, gehen wir weiter mit den Screenings, mit meinen Screening-Routinen, die ich Tag für Tag durchführe. Ein Großteil von Kursbewegungen wird oft von Branchendynamik quasi erklärt. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade die KI-Revolution, die läuft. Künstliche Intelligenz hat in einer unglaublich neuen Qualität das Licht der Welt erblickt oder wurde der Welt präsentiert mit ChatGPT 3.0 ab November und das verändert gerade alles. Und so gibt es an der Börse Branchen- und Sektorentrends, die man im Blick behalten sollte und bei denen man die Sachlogik dahinter verstehen sollte. Warum steigt eine Branche? Warum steigt ein Sektor? Und auch hierfür gehe ich in den TraderFox Screener rein und ich gehe dann starke Aktien aus starken Branchen einen Monat. Und jetzt führe ich ein Screening durch und bekomme eine ganz besondere Ansicht zurück. Dieses Screening ist ganz besonders, weil die TraderFox Börsensoftware berechnet die Branchenstärke in Echtzeit. Das macht eigentlich keine andere Software, die ich kenne. Auch nicht, wenn man sich amerikanische Anbieter anschaut. Dort ist die relative Branchenstärke meistens zeitverzögert. Hier wird beim Zeitpunkt des Screenings der relative Stärkewert einer Branche in Echtzeit gebildet. Jetzt sortiere ich mal nach Branchenstärke. Und jetzt sehe ich hier, dass Electronic Components ist gerade ganz vorne mit dabei. Dann sind Leisure Stocks sind vorne mit dabei. Wir haben Medical Instruments and Supplies. Wir haben Baumaterialien. Also die Host der amerikanischen Hausaktien ist für mich auch eine der größten Überraschungen der letzten 3 Monate, dass die Hausbauer wie D.R. Horton oder Lennar, dass die so stark gestiegen sind. Hier sieht man sie. Wir haben einen ganz starken Trend bei amerikanischen Hausbauaktien inmitten einer Hochzinsphase, inmitten einer eingetrübten Wirtschaftsstimmung starten die Hausbauer ausgelöst von einem starken Frühjahrsgeschäft, starten die Rallye-Bewegungen. Also Wahnsinn hier. D.R. Horton hat mitten im Zinshoch hat eine Rallye gestartet. Und auf solche Entwicklungen wird man eben nur aufmerksam, wenn man sich das anguckt. Wenn man anguckt, welche Branchen, welche Sektoren laufen gerade nach oben. Und hier bekomme ich einen super Überblick. Ich schaue mir einfach diese Branchen an. Ich sehe Building Materials. Ich sehe Hausbau. Ich sehe Building Products. Und dann weiß ich,
Hey, der Bausektor, der boomt gerade in den USA. Die Aktien hausieren. Hier kann ich jetzt mal genauer nachforschen, was dahinter steckt. Halbleiter auch. Halbleiteraktien sind gerade sehr, sehr stark. Ja, gucken wir jetzt mal noch insgesamt nach starken Aktien, die zu den stärksten Branchen gehören. Und habe ich eine Celsius, dieses Red Bull 2.0, dieser Energy Drink Hersteller oder diese Funktionsdrink Hersteller, der Energy Drinks herausgibt, die auch noch die positive Eigenschaften haben. Ja, ganz, ganz tolle Produkte haben die. Hey, toll, jetzt gar nicht ironisch gemeint. Ich war eigentlich eine gute Idee, Energy Drinks verkaufen oder Drinks zu verkaufen, die auch mal schlank machen können, die gesund sind. Haben sie gut perfektioniert. Gut. Das ist die dritte Routine, die ich Tag für Tag durchführe. Ich möchte wissen, welche Branchen und Sektoren stark sind, wo fließt das Kapital rein, welche Branchen und Sektoren laufen gerade nach oben. Und wichtig ist, man findet nicht immer etwas, wo man dann glaubt, wo man sofort eine Möglichkeit hat, hey, hiermit kann ich Geld verdienen. Aber manchmal hat man den perfekten Match zwischen ich verstehe, was in der Welt passiert und hier wird in der Branche gerade stark. Zum Beispiel als während der Corona-Pandemie die Host der Medizintechnikhersteller. Das hat so gut gepasst. Wir haben eine Pandemie, Medizintechnik-Aktien fangen an zu steigen und dann denke ich eins zu eins, bam, hier kann ich eine Medizintechnik-Aktie spielen. Dann ganz wichtig natürlich die Frage, welche Aktien steigen heute und warum? Und die führe ich durch mit den vorgefertigten Trading Desks. Unten auf desk.traderfox.com findet man die vier Listen Deutschland. Ich klicke da mal drauf. Hier bekomme ich den deutschen Markt abgebildet und kann den absteigend sortieren lassen nach den Gewinnen. Und hier sehe ich die Aktien, die heute steigen. Wenn ich die Frage nach dem Warum herausfinden möchte, einfach Aktie anklicken, Infobox öffnen und dann kann ich die letzten Nachrichten mir anzeigen lassen. Oder ich klicke mit der rechten Maustaste auf eine Aktie und kann dann direkt in die Nachrichten auch hier reinspringen, wenn ich auf das News Terminal eben gehe. Hier. Dann bekomme ich auch direkt die Nachrichten zu Siemens angezeigt. In den USA genauso. Hier sind die ganzen amerikanischen Märkte abgebildet. Übrigens hier noch eine Sache, auf die ich besonders stolz bin. In unserem TraderFox Trading Desk auf desk.traderfox.com bekommt man gratis Original Realtime-Kurse der Börsen Nasdaq und NYSE. Ja, wirklich. Die Lizenzgebühren sind hoch fünfstellig. Wir sind einer der wenigen Anbieter im europäischen Raum, die Echtzeit-Originaldaten von NYSE, von Nasdaq gratis bereitstellen. Das war übrigens auch die Gründungsidee von TraderFox. Damals, als wir TraderFox gegründet hatten, 2008, waren Realtime-Kurse unfassbar teuer. Man musste erstmal 100 € für Kursdaten hinlegen, bevor man überhaupt anfangen konnte mit Traden. Und darum war unsere Vision bei der Gründung, wir wollen eine Plattform bereitstellen, wo man die ganze Welt der Börse gratis in Echtzeit angucken kann. Das haben wir jetzt quasi so gut wie erreicht. Man findet hier in Europa, Nordamerika eigentlich alle Aktien in Echtzeit gratis. Und worauf wir eben ganz stolz sind, mit den Original-Echtzeitkursen von Nasdaq und New York Stock Exchange. Ich könnte ewig lang über die ganzen Routinen sprechen und ins Detail gehen, aber heute geht es ja in dem Webinar darum, einen Überblick zu geben. Ich komme jetzt zur fünften Routine. Welche Nachrichten bewegen die Kurse und warum? Und das ist eigentlich die Routine, die am meisten Spaß macht. Wir haben hier, es gibt hier am rechten Rand Hot, dann wird zum Beispiel eine automatische Vorauswahl getroffen. Ich sehe hier, wo gibt es Aktien mit auffälliger Kurs- und Nachrichtenaktivität. Hier sehe ich sofort, Siemens hat eine auffällige Kurs- und Nachrichtenaktivität. Und die Aktien, wo es einfach diese auffällige Kurs- und Nachrichtenaktivität gibt, die schaue ich mir einmal an. Entschuldigung.
Entschuldigung, die schaue ich mir einmal abends an. Dann habe ich einen guten Überblick, was wurde gemeldet, wo gibt es relevante Kursbewegungen. Wer den professionellen Nachrichtenfeed dpa AFX Pro hat, der hat hier sogar noch ein genaueres Tracking. Der kann nachschauen, welche Nachricht hat welche Kursreaktion ausgelöst. Ich sehe hier zum Beispiel, ich gucke jetzt mal nach den Price Reactions der letzten 3 Tage, gucke da nach großen Veränderungen. Und jetzt kann ich hier ganz gezielt reingehen und kann zum Beispiel bei ThyssenKrupp angucken, welche Nachrichten gab es, die diese Kursentwicklung quasi ausgeführt haben. Hier. Und das war zum Beispiel am 15.05. eine relevante Nachricht, die zu einer großen Kursveränderung geführt hat. IG Metall dringt auf Tempo bei neuen Rüstungsverträgen für Werften. Das ist die fünfte Routine. Welche Nachrichten bewegen heute die Kurse? So, jetzt kommt eine der wichtigsten Routinen überhaupt. Eine der wichtigsten Routinen, um potenzielle Pivotal News Points zu entdecken. Wann werden neue Nachrichten gemeldet? In den USA. Eigentlich immer nachbörslich oder vorbörslich. Das heißt, wenn eine Aktie ein deutliches Gap-Up zeigt, ist das eigentlich immer ein Hinweis darauf, dass es bedeutsame Nachrichten gab. Und darum ist das eigentlich eines der wichtigsten Research-Signale, denen man auf den Grund gehen muss. Bei welchen Aktien gab es große Gap-Ups? Ich führe diese Research-Routine einmal durch. So. Halt, ich gehe auf das Testzoff von vorher. Ich gehe hierzu auf den Screener, TraderFox-Screener. Ich gehe hierzu auf das vorgefertigte Template Gap-Up. Zögere gerade, hier hat sich eine Reihenfolge geändert. Das irritiert mich gerade. Okay, ist nach oben gerutscht. Muss ich nachher mal den Entwickler fragen, warum. Okay, Gap Up, größer 6% letzte 10 Tage. Ich führe dieses Screening durch und bekomme jetzt gleich die Aktien angezeigt, und ich kann das nach der Anzahl der Tage ordnen, die mit einem Gap Up aufgemacht haben. Und jetzt sehe ich hier sofort First Solar. Gewaltiges Gap-Up vor 3 Tagen. Und hier kann ich dann immer hier kann ich dann den Nachrichten auf den Grund gehen. Und das ist wirklich immens wichtig. Und das ist vielleicht sogar meine wichtigste Routine, dass ich verstehe, warum wurde bei bestimmten Aktien ein großes Gap-Up ausgelöst. Bei First Solar, und ich kann sie aus dem Kopf zitieren und daran sehen Sie, dass ich diese Routine wirklich Tag für Tag durchführe. Es wurden Steuererleichterungen auf den Weg gebracht für erneuerbare Energien in den USA. Und Sie haben einen schwedischen Anbieter von Dünnschichttechnologiezellen übernommen. Und zwar hat dieser schwedische Anbieter eine führende Technologie, wie es First Solar schreibt, und nun haben Sie die Möglichkeit, diese neue Technologie quasi in Fabriken wirklich auszurollen oder auf großer Ebene nach oben zu skalieren. Und das hat bei diese beiden Nachrichten haben bei First Solar für diesen Freudensprung gesorgt. Wir haben auch ein gewaltiges Gap-Up bei C3.ai. Ich muss hier hinzusagen, Aufklärung über Eigenpositionen. Ich halte Aktien an C3.ai aktuell. Hier gab es Zahlen über den Erwartungen. Die Aktie war zuvor Opfer einer Short-Seller-Attacke. Und jetzt sehen wir eine kleine Short-Squeeze-Bewegung. Übrigens, Supermicrocomputer. Wir sehen auch hier noch dieses Gap-Up vor 10 Tagen. Als auch Zahlen über den Erwartungen gemeldet wurden oder ein Ausstieg über den Erwartungen. Auch hier hatte ein Short-Seller für einen starken Kurseinbruch gesorgt. Hier. In dem Zeitraum war quasi die Short-Seller-Attacke.
Das sah damals auch dramatisch aus. Die Aktie ist gefallen von 90 auf 70. Und man brauchte Nerven, um hier nicht zu verkaufen. Aber jetzt hier, Shortseller war komplett falsch. Die Aktie hat einen extrem starken Ausblick gemeldet und ist seitdem durchgestartet. Also, welche Aktien machen Gap-Ups, ist eine der wichtigsten Routinen, die ich mir regelmäßig angucke. Und jetzt kommt eigentlich auch die zweitwichtigste Routine. Und jetzt kommt die Routine, mit der ich Supermicrocomputer auch entdeckt habe. Oder wir die entdeckt haben. Ursprünglich hat sie entdeckt der Andreas Haslinger, der darüber in unserem Börsendienst Tenbecker Depot berichtet hat. Das ging über folgende Routine. Meine Redakteure müssen die Routinen ja auch Tag für Tag durchführen. So, wir springen jetzt vor. Ja. Die Routine heißt, bei welchen Aktien gibt es Wachstum? Und die kann man folgendermaßen durchführen. Die täglichen Routinen haben wir auch alle als Templates bereitgestellt. Man muss sie nicht selber programmieren, man muss das sich selber konfigurieren, sondern man findet sie direkt hier. William O'Neill, RS90 und Umsatzwachstum. Dieses Template listet Aktien auf, die relativ stark sind und die zu den Aktien mit den höchsten Wachstumsraten am Markt zählen. Und das ist so wichtig. Ich springe jetzt noch einmal zurück. Wir denken einmal an Schumpeter. Die vervielfache Aktien hat man oft dann, wenn man bei diesem immerwährenden Prozess der schöpferischen Zerstörung, die im Kapitalismus stattfindet, auf der Welle der Schöpfung reitet, auf den neuen Technologien und Geschäftsmodellen, die gerade im gesamten Wirtschaftssektor an Anteil gewinnen. Nicht an den Technologien, die gerade Anteil verlieren. Und darum ist es wichtig, dass man diese starken Wachstumsaktien im Blick hat. Ich führe jetzt dieses Screening einmal durch. Relative Stärke 90 und Umsatzwachstum. Jetzt bekomme ich starke Aktien mit einem hohen Umsatzwachstum. Und hier war Supermicrocomputer schon Anfang letzten Jahres ständig Dauergast. Ist sie immer noch? Supermicrocomputer hat im TTM-Zeitraum ein Umsatzwachstum von 42%. TTM bedeutet Trailing 12 Months. Es werden die letzten 4 Quartale aufaddiert und durch die 4 Quartale davor geteilt. Und somit bekomme ich Aktien angeschaut, also somit bekomme ich Aktien angezeigt, die ein starkes Umsatzwachstum haben. Und das ist dann auch eine gute Möglichkeit, um eben die Nachforschungen zu betreiben. Was treibt das Umsatzwachstum? Und jetzt, wir haben schon 1955, hier noch einmal die Zusammenfassung. Die Routinen, die wir gerade gesehen haben, die haben einen Sinn und Zweck. Ich möchte auf interessante Stories aufmerksam werden, um die Schere zu entdecken. Ich zeige nochmal die Schere hier. Große Kursgewinne entstehen dann, wenn wir Aktien entdecken, wo der Marktkonsens ein niedriges Gewinnwachstum erwartet. Und wenn es dann irgendeinen Trigger gibt, irgendein Ereignis, irgendeine neue Technologie und wir jetzt sagen können, diese Aktie wird vermutlich deutlich stärker wachsen, als ursprünglich erwartet wurde. Wenn ich das richtig treffe, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich eine vervielfache Aktie in meinem Depot habe. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was bei Supermicrocomputer die treibende Story war, warum ich diese Aktie gekauft habe, dass wir die Theorieebene jetzt verlassen. Ah, ich google nach Supermicrocomputer. Und mal auf die praktische Ebene reingehen. Supermicrocomputer baut Serversysteme. Das machen viele.
Das galt als Commodity-Geschäft, als Hardware-Verkaufsgeschäft. Wenig attraktiv. Jetzt habe ich dann beim Research über diese Wachstumsaktie aber ein Interview entdeckt, wo sich die Chefin von AMD, das ist sie hier, das ist Lisa Su, die Chefin von AMD. Und dieses Interview habe ich mir angeschaut und sie hat gesagt, Supermicrocomputer hat phänomenale Serverplattformen. Und die Serverarchitektur der Zukunft, die hat folgende Besonderheit. Es kommt darauf an, pro Energieeinheit die maximale Leistung rauszuholen. Vor allem bei den großen GPU-Clustern. Und hier hat Supermicrocomputer offenbar die Marktführerschaft errungen. Sie bauen riesige Serversysteme mit einem ausgeklügelten Kühlungssystem und schaffen es dadurch, dass man mit wenig Energie eine hohe Leistung rausbekommt. Und nachdem dann noch die Zusammenarbeit mit Nvidia quasi publik wurde, nachdem sie quasi zusammen mit Nvidia an diesen großen Serversystemen für die KI-Fabriken von Nvidia. Nvidia hat angekündigt, wir bauen große AI-Factories, große GPU-Cluster, wo man künstliche Intelligenzen trainieren kann. Und das machen sie in Zusammenarbeit mit Supermicro. Und das hat dann mich dazu veranlasst zu sagen, okay, ich glaube, hier liegt eine solche Schere vor. Die Aktie ist dabei beim künstlichen Intelligenzboom. Jeder, hat auch Elon Musk gesagt, möchte gerade in GPU-Cluster investieren. Und Supermicrocomputer war da meine These. Die werden mit ihren Serversystemen quasi da mit dabei sein. Ich habe diese These aufgestellt und im letzten Quartalsbericht kam dann raus, ich liege vermutlich damit goldrichtig, weil sie haben selber gemeldet im letzten Quartalsbericht, bei den größten GPU-Clustern, die gerade weltweit gebaut werden, sind wir mit dabei. Und so entstehen dann diese großen Phasen mit großer Aufwärtsdynamik, mit denen man dann solche Kursgewinne erzielen kann. So, liebe Zuhörer, das war jetzt, die Zeit war sehr knapp, darum habe ich hier einen Schnelldurchlauf gemacht. André, bist du da? Möchtest du übernehmen kurz? Ich bin immer da und fasziniert von deinen Ausführungen. Wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit. Die Teilnehmer haben ja auch vielleicht die Möglichkeit, noch all ihre Fragen zu stellen. Eine Frage, die vielleicht kam, weil du die Folie auch gerade auf hast, warum jetzt TeamViewer hier auch im Depot noch mit drin ist. Genau, TeamViewer habe ich gekauft, nachdem sie quasi Ende 2022 gemeldet haben, dass sie im Enterprise-Segment ein sehr hohes Kundenwachstum haben. Sie machen zum Beispiel für große Firmen wie Foxconn, haben sie es geschafft, nee, nicht Foxconn, dieser andere große Halbleiterhersteller. Mir fällt der Name gleich wieder ein. Dort findet ihre Software quasi bei den Bandarbeitern, bei den Fabrikarbeitern statt. Dort hat TeamViewer ein System entwickelt, sie nennen es das Betriebssystem für den Frontarbeiter. Und dort bekommen die Arbeiter quasi in einer Brille, in einer Augmented Reality Brille, Infos angezeigt. Zum Beispiel, wenn du einen PC reparieren musst, André, oder ein Auto reparieren musst und du hast gerade ein Bauteil vor dir, dann zeigt dir die Brille genau an, was du jetzt in diesem Arbeitsschritt machen musst. Und das ist die neue Vision von TeamViewer, dass sie quasi für den Frontline-Arbeiter, für den Industriearbeiter, das Betriebssystem auf den Markt bringen wollen. Da haben sie große Kundengewinne gehabt und generell im Enterprise-Segment haben sie auch Erfolge bei Großkunden gehabt, bei der Wartung von PC-Systemen. Zum Beispiel haben sie Henkel als Kunde gewonnen und wenn jetzt irgendein Henkel-Mitarbeiter irgendwo ein Computerproblem hat, dann schaltet sich der IT-Support über die TeamViewer-Fernwartungssoftware auf den entsprechenden PC dann auf. Das heißt, sie haben in diesem neuen Großkundensegment sehr viele Aufträge gewonnen. Und das war für mich dann der Anlass, diese TeamViewer-Position aufzumachen, weil es ja nach Stagnation aussah bei TeamViewer noch vor 9 Monaten.
Und diese Stagnation können Sie, so ist meine Spekulation, jetzt aufbrechen mit Ihrem Enterprise-Segment, was sich sehr, sehr gut entwickelt. Vielen Dank. Perfekt beantwortet. Also hier auch dieser Schlüsselpunkt, dieser Pivotal Point, die News, die sich dann eben als Katalysator zeigen für die Trendwende. Also unglaublich spannendes Webinar. Und Simon hat es ja schon angekündigt. Wir haben auch noch ein ganz spezielles Angebot dabei. Das werden wir euch zusammen jetzt auch kurz beschreiben. Ich würde dafür ganz kurz meinen Monitor übertragen, lieber Simon. Und dann können wir das zusammen auch für dich, lieber Teilnehmer, noch kurz verifizieren. Vielleicht ganz kurz noch ein Zitat, was mir während des Vortrages die ganze Zeit auch im Kopf rumgeschwirrt ist. Der wichtigste Gebrauchsgegenstand, den ich kenne, ist die Information. Und wer hat es gesagt? Kein geringerer als Gordon Gekko, die verkörperte Position von Person von Michael Douglas in Wall Street. Dem ersten Teil, den wichtigsten Glaubensgebrauchsgegenstand, den ich kenne, ist die Information. Und ihr seht, im TradeFox-Universum gibt es extrem gute, extrem fokussierte, extrem starke Informationen. Simon nutzt diese Informationen jeden Tag. Sein Team nutzt diese Informationen, um eben auch Börsenmagazine zu erstellen. Eins haben wir dir exemplarisch hier zum Download auch bereitgestellt. Bei Unterlagen kannst du dir dieses wunderbare Exemplar von Aktien, die 100. sichersten Aktien der Welt auch downloaden. Und du hast eben die Möglichkeit, auch hier ein einmaliges Angebot zu bekommen. Das gibt es so da draußen nicht. Ich habe aber Simon gebeten, weil ich tatsächlich am 21.05. kleiner Spoiler 40 Jahre jung werde, hier nochmal für meine Community mit diesem Webinar auch was Anfassbares zu geben, wirklich einen großen Mehrwert zu geben. Und ihr habt hier quasi drei Pakete von TraderFox geschnürt bekommen, alle mit einem stattlichen Rabatt. Simon, magst du kurz durchgehen und den Teilnehmern, die Interesse haben, auch diese Software wirklich mal nicht nur zu sehen, sondern wirklich auszuprobieren, dazu erklären, was da auch entsprechend geboten wird. Und vielleicht ein Hinweis noch, wer bei mir in der Ausbildung ist, der weiß ja, ich nutze TraderFox Software schon sehr, sehr lange. Insbesondere in der Ausbildung habt ihr ja auch den Portfoliobilder kennengelernt, der hier natürlich auch vertreten ist, wo es um Portfoliooptimierung geht, effiziente Kurven, Aktienselektion und Auswahl. Und natürlich, nicht jeder kann sich ein Bloomberg-Terminal leisten, so wie ich es in der Ausbildung ja auch mache. Bloomberg kostet im Monat mittlerweile fast 3.000 US-Dollar. Und ihr seht schon hier, die Monatspreise sind deutlich geringer. Also was ich eingangs gesagt habe, ich bin fest davon überzeugt, TraderFox durch den Screener, durch diese ganzen Möglichkeiten, vieles konnten wir gar nicht besprechen, weil die Software mittlerweile so unglaublich mächtig ist, ähnlich wie Bloomberg eben auch, kann dich mit Informationen, mit guten Möglichkeiten unterstützen. Ja, lieber Simon, was hast du uns hier eingepackt und was kriegen die Teilnehmer hier bis zum 21.05.? Also André, muss ich immer noch sagen, ich habe selten so einen harten Verhandlungspartner neben dich. Also ich war mir eigentlich sicher, die Trader-Zeitung, die gibt es nicht dazu, aber jetzt hast du mich dann doch umgekriegt, gell? Ja, hier ist es. Man bekommt quasi die TraderFox Börsensoftware plus drei Börsenmagazine plus die Trader-Zeitung. Alles in einem Paket für umgerechnet 39 Euro pro Monat. Die Trader-Zeitung, das ist ja quasi, die gibt es erst seit diesem Monat. Alle sind verrückt danach, weil wir hier wirklich, sie erscheint täglich. Es ist eine Trader-Tageszeitung, die um 18 Uhr erscheint. Und in dieser Trader-Zeitung wird auch jeden Tag eine der Routinen besprochen, die ich heute vorgestellt habe. Also diese Trader-Zeitung folgt meiner Philosophie, dieser Philosophie der Routinen. Und in jeder Ausgabe gucken wir uns an, welche Aktien machen neue 52 Wochenhochs? Und wir beantworten kurz und präzise die Frage, warum? Was ist die treibende Story? Oder wir schauen uns an, welche Aktien steigen unter hohem Volumen. Das ist heute zum Beispiel Thema. Heute besprechen wir in der Trader-Zeitung US-Aktien, die unter steigendem Volumen nach oben laufen. Oder wir gucken uns an, was sind gerade die Wachstumsaktien? Welche Aktien wachsen am stärksten beim Umsatz, und wir gehen der Story auf den Grund und berichten darüber. Ja, wir haben das auf den Markt gebracht im Mai. Unsere Kunden sind, also ich habe nie bei einer Produkteinführung so ein positives Feedback bekommen. Die freuen sich, weil es hat sich halt herausgestellt, viele wollen die Routine nicht jeden Tag selber durchführen. Sie haben es lieber einfach darüber zu lesen. Optisch unterhaltsam, gut aufbereitet. Damit haben wir einen kleinen Nerv getroffen. Ja, André, zu diesem, Absolut. ja. Entschuldige ganz kurz, weil ich bin ja auch regelmäßiger Leser. Wir werden da natürlich auch noch zwei, drei
Zeitung mal bei Discord für die Ausbildungscommunity teilen, aber nochmal zusammengefasst, wirklich die Software, drei komplette Börsenmagazine, ihr seht das auf dem Download, über 100 Seiten stark und dann noch einen täglichen Börsenbrief. Das habe ich richtig verstanden. Also drei in eins. Da weiß ich auch, warum du bei unserer Verhandlung so eine kleine Träne noch zwischendurch abgedrückt hast. Ja, gibt es in der ganzen Trader-Fox-Welt nicht, gibt es nur bei dir. Unglaublich. Okay, naja, was ist es? Haben wir uns geeinigt. Wir stehen auch dazu. Und weil ich natürlich auch Vielen Dank. Geburtstag habe, es war ja auch nur ein kleines Geschenk von dir an mir. Und ja, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Auch nochmal ein großes und herzliches Dankeschön. Auch nicht nur von mir, sondern auch im Rahmen der Community, die das sicherlich hier auch als Einführungspreis schätzen weiß. Ja, du, ich kann die Zeitung mal zeigen, wie sie aussieht. Wenn du möchtest. Klar, ich gebe dir die Rechte zurück. Okay, Jetzt. dann können wir noch einen Blick reinwerfen, was wir da machen. Ich glaube, wir können die Kamera auch wieder anmachen, dann wird es noch ein bisschen Ja, interessanter. das mache ich. Bildschirm übertragen. Ah, stimmt, bist du schon sichtbar. Ich habe noch ein paar Fragen gesammelt, die werden wir natürlich auch gleich noch beantworten. Aber wie gesagt, ihr merkt schon, die Routinen, die brauchen ein bisschen Zeit, auch das Reinkommen. Also diese Vertausendfache und Verzehnfache, die kriegt ihr natürlich nicht, wenn ihr, Simon hat es ja schön sehr gesagt, bei NTV oder Bild.de irgendwie mal so nebenbei scrollt, sondern es braucht etwas Arbeit, es braucht die richtigen Informationen, es braucht eben ein bisschen Screening, so ist es ja auch bei mir in der Ausbildung, systematische Ansätze. Aber wenn ihr da einmal reinkommt und ihr merkt ja, wie der Simon das routiniert durchgeht, auch bei der Präsentation, dann habt ihr wirklich die Chance, immer wieder das Gleiche zu tun, wie im Sport auch, klare Routine haben und dann werdet ihr auch belohnt. Denn Simon und ich, wir sind Börsenmillionäre, natürlich haben wir Zeit gebraucht, aber wir kennen diese Abkürzung und genau die wollen wir und die können wir auch an dich weitergeben. Genau, hier, Trader-Zeitung. Auf das Projekt habe ich 3 Jahre hingearbeitet, um das von der Kostenseite stemmen zu können, weil wir haben hier 12 Redakteure beschäftigt, die hier täglich daran schreiben. Und was man sofort sieht, es ist Boulevardstil. Es ist Infotainment-Stil. Ich wollte ein Produkt, worauf sich die Leute auch freuen, dass sie da jeden Tag drauf gucken können. Wenn man erschlagen wird von langen Texten, guckt man nicht drauf. Hier soll man sofort an den großen Überschriften lesen können, was Sache ist. Wenn ein Redakteur eine Meinung hat, dann steht die Meinung auch neben seinem Bild. Und dort bekommt man dann quasi ganz präzise die Infos mitgeteilt, die für uns relevant sind. Ich gehe da mal durch. Einfach, damit man den Eindruck bekommt, wie die Zeitung aufgebaut ist. Man bekommt all die wichtigen Dinge, die aktuell wichtig sind, die am Markt passieren, bekommt man groß hier mit Schlagzeilen, damit einen kleinen erklärenden Text mitgeteilt. Und das erscheint jeden Tag. Wenn man sich jeden Tag die Zeit nimmt, die Trader-Zeitung 10 Minuten zu lesen, dann ist man darüber informiert, was es Neues gibt. Dass zum Beispiel Uso Software, ein IT-Dienstleister am deutschen Markt, jetzt mit ChatGPT und seinen Chatbots eine deutliche Wachstumsperspektive sieht, wie sie ihren Service gegenüber Kunden deutlich verbessern können, gegenüber ihren Geschäftskunden. Man erfährt von einem US-Anbieter, der hier der Marktführer ist bei der Elektrifizierung der Busflotte. Und ich freue mich immer dann, wenn die Kunden zu mir sagen, Simon, ich habe diese Aktie noch nicht gekannt, weil darum geht es uns. Wir wollen Aktien bekannt machen, wir wollen Top-Stories bekannt machen, die eben unsere Leser noch nicht kennen. Und ich sage es nochmal dazu, wir sind ein Research-Format. Es geht mir nicht darum, dass ich hier Empfehlungen gebe. Ich möchte keine Empfehlungen geben. Ich möchte täglich gutes Research präsentieren, damit man über die relevanten Dinge Bescheid weiß. Zum Beispiel hier Talanx, eine super Aktie für Anleger, bricht jetzt aus einer 2,5-jährigen Konsolidierung nach oben aus und hat hier nach den neuen Prognosen ein 7,7er KGV und 5,1% Dividendenrendite. Also für Anleger eine sehr schöne Bewegung. Und hier ist halt die Sache, wer wusste vor 2 Tagen, dass Talanx gerade, und wem ist das aufgefallen, dass wir hier so einen ganz bedeutsamen Ausbruch sehen im Big Picture? Wer weiß, dass man mit den neuen Prognosen jetzt 5,1% Dividendenrenditeperspektive hat? Solche Sachen weiß man eben normalerweise nicht, wenn man berufstätig ist. Und das ist das Ziel von der Trader-Zeitung. Wir wollen über solche relevanten Dinge Chart und fundamentale Story präsentieren. Und dann hier
Eine Routine erkennt man sofort nach, was wir heute besprochen haben. Essentielle Trader-Routinen. Welche Aktien machen neue 52 Wochenhochs und warum? Da gehen wir dem nochmal auf den Grund und schreiben einfach kurz prägnant zusammen. Siemens Energy steigt unter anderem, weil die EU das Ausbauziel bis 2030 für erneuerbare Energien von 32% auf 42% erhöht hat. Und das ist mir auch wichtig, dass wir hier keine Romane schreiben. Ich sage meinen Redakteuren, ihr müsst die Dinge auf den Punkt bringen. Die Leute wollen abends keine halbe Stunde lesen und vier DIN-A4 Seiten. Die wollen in einem Absatz erklärt bekommen, warum steigt diese Aktie gerade. Und das ist die Philosophie der Trader-Zeitung. Systematisches Vorgehen, kurz und präzise auf den Punkt gebracht, was hier passiert. Genau. Absolut großartig, und wir werden es im Nachgang auch nochmal rumschicken, nur an die Live-Teilnehmer als kleiner Bonus, damit ihr die Qualität auch mal seht. Und da waren heute so viele gute Aktienempfehlungen dabei. Ich habe schon selber fleißig mitgeschrieben. Ich habe zwar die ganzen Dinge auch abonniert, aber es ist natürlich immer noch schöner, das vorgestellt zu bekommen. Oder auch eine First Solar kenne ich natürlich schon. Und das ist ja nur ein Teil. Das ist ja nur ein Teil von drei Dingen in diesem Paket. Also das finde ich absolut großartig, dass der Simon auch hier so spendabel war, kann man sozusagen schon sagen. Denn ihr kriegt die Software noch dazu und die Magazine. Wie gesagt, eins haben wir euch hier exemplarisch mal mitgebracht. Die erscheinen natürlich nicht täglich, das kann nicht so stemmen, auch nicht mit 12 Redakteuren, aber die erscheinen dann doch eben regelmäßig und können euch auch nochmal einen sehr, sehr großen Mehrwert geben. Also im ersten Paket Börsensoftware plus Magazinpaket, drei Magazine, sehr, sehr gute Magazine, Aktien, Growth und Trendfolge plus eben diese Trader-Zeitung. Da nochmal ein großes Dankeschön an dich, lieber Simon. Ich weiß, es ist eine einmalige Sache, und wenn ihr eben nach dem 21.05. auf das Angebot geht, wird es eben hier auch entsprechend teurer werden, also dieser Bonus von 588 Euro. Fällt weg. Wie funktioniert das? Ich schicke den Link auch im Nachgang natürlich nochmal an dich rum. Du gehst einfach auf die entsprechende Rechnung, kannst dann hier entsprechend bestellen, siehst dann auch nochmal alle einzelnen Termine, siehst die Mehrwertsteuer, kannst natürlich auch als Firma bestellen. Ganz normaler Bestellprozess, wie man das eben kennt. Wunderbar gemacht, kriegst gleich alles auch entsprechend an Daten dabei und hast eben hier die Möglichkeit davon zu profitieren. Dann hast du ja noch ein anderes Paket gemacht, den TraderFox Morningstar Datenpaket. Was ist das genau? Wow, jetzt ist die Frage, wie wir das in Kürze darstellen, gell? Ich versuch's. Ich mache es mal gleich ein bisschen länger, ja, weil das sind auch die Produkte, die ich natürlich von euch nutze. Wie gesagt, bei mir in der Ausbildung, Portfoliobilder, mega cooles Tool, allein das hätte den Wert schon komplett gehabt, aber probier's doch mal. Ja, also der amerikanische Datenanbieter Morningstar hat eine wunderbare Datenbank und eine Point-in-Time-Datenbank. Und wir haben uns überlegt vor 5 Jahren, welche Produkte können wir basierend auf einer mächtigen Fundamentaldatenbank herausbringen. Und dann haben wir rundherum Produkte eben programmiert. Wir haben ein Portfolio-Backtesting-Tool. Damit kann ich Portfolio-Strategien erstellen, regelbasiert, kann sie backtesten, kann sie auch in den Live-Betrieb überführen. Das heißt, ich verlasse als Anleger die Ebene, wo ich intuitiv agiere, sondern ich gehe nach festem Regelwerk vor, teste mein Regelwerk und führe es dann im Live-Betrieb weiter durch. Dann haben wir ein riesiges Aktienterminal, wo man alle Informationen zu Aktien findet, alle fundamentalen Informationen. Sie können übrigens sich alles anschauen, liebe Zuhörer. Links oben ist das TraderFox-Logo, und von diesem TraderFox-Logo kommt man in sämtliche Applikationen rein und kann sich die Beschreibungstexte dafür auch angucken. Dann haben wir ein Portfolio-Tool, wo man eine Markowitz-Optimierung durchführen kann, wo man sein Portfolio auf Korrelationen testen kann, wo man sich zu seinem Portfolio Verbesserungsvorschläge anzeigen lassen kann. Wir haben mit Aktienrankings ein sehr mächtiges Screener-Tool gebaut, wo man quasi beliebig viele Wünsche von sich zusammenfassen kann. Ich suche Aktien, die seit 10 Jahren kontinuierlich steigen, die einen Drawdown haben im Schnitt von weniger als 7% pro Monat, die ein Gewinnwachstum haben. Also eines der mächtigsten Screener-Tools, das es am Markt gibt. Und hier gibt es übrigens auch noch eine Besonderheit, darf ich auch voller Stolz ankündigen. Ab nächste Woche kann man darauf auch per KI zugreifen. Wir haben auch mit ChatGPT ein natürliches Sprachinterface gebaut. Das heißt, dann müssen Sie dieses Screener-Tool nicht mehr programmieren, Sie können mit ihm sprechen. Sie sagen, hey Screener, ich suche die Aktien, hohes Wachstum, geringe Verschuldung, hohe Dividendenrendite. Und dann erkennt die KI,
Dahinter steckt auch ChatGPT. Wir haben uns an ChatGPT angebunden. Erkennt, was Sie damit meinen. Das geht nächste Woche auch online. Das wird auch cool. Ja, das ist das TraderFox Morningstar Datenpaket. Wahnsinn. Also wirklich richtig, richtig nice. Und Simon hatte mir schon gezeigt, wie ihr auch mit ChatGPT arbeitet. Also ihr seid nicht nur KI-Experten, was das Research angeht, sondern ihr seid da auch mit der Firma natürlich sehr, sehr weit. Aufgrund eurer Power und Stärke geht das. Also hier wirklich auch eigentlich zu günstig, muss man ehrlich sagen. Gerade wenn man die Preise eben von amerikanischen Anbietern kennt und hier natürlich auch extreme Lizenzgebühren von TraderFox abgeführt werden. Das darf man auch nicht vergessen. So ein Datenpaket, das kostet natürlich auch im Einkauf. Morningstar sagt ja auch nicht, hey, TraderFox ist cool, bester, größter Anbieter in Deutschland, über 100.000 Nutzer. Ja, ihr kriegt das jetzt mal kostenfrei, sondern da wird auch eine Menge auch von Simon und seinem Team ausgegeben. Also das ist dann nicht die Marge, die da ist, und ganz im Gegenteil. Also wird sehr, sehr viel auch einfach für die Qualität der Daten ausgegeben. Im Fonds war es damals genauso. Und auch zum Thema Research, was du gesagt hast. Also ich kenne noch die Zeiten bei der Fondsgesellschaft, wo das Gesamtresearch von einer Union Investment mehrere Millionen Euro gekostet hat. Und da sprechen wir von zweistelligen Millionenbeträgen. Und was qualitativ auch wirklich eigentlich schlechter war, muss man ehrlich sein, gerade was Research und Scoring angeht, als das, was du hier präsentierst. Also wirklich großartig. Und dann vielleicht zum Abschluss, einiges hast du ja auch schon gezeigt in deiner Präsentation, zum Abschluss auch, wer sagt, okay, ist mir jetzt alles zu schnell, zu viel, ich möchte klein anfangen, auch hier das Softwarepaket, dann auch sehr fair, nur 29 Euro pro Monat und das für 3 Monate Laufzeit. Also der beste Deal finde ich natürlich hier Börsensoftware und Magazine oder natürlich dann TraderFox Morningstar Datenpaket, beides kann man natürlich auch wunderbar miteinander kombinieren. Wenn dich das interessiert, du findest es im Chat, du findest es im Nachgang per Mail. Wichtig nochmal, es geht maximal bis Sonntag. Länger können wir das einfach nicht aufrechterhalten. Es ist eine Entscheidung, du kannst alles hier in Ruhe nachlesen, du kannst im Internet ganz viel recherchieren. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Simon auch schon. Ich schätze ihn sehr, wir kennen uns seit über 20 Jahren, sind eng durch die Börse verbunden und auch vom Geist beseelt, wirklich was für die Aktienkultur zu tun. Und was heißt es für dich, was würde es bedeuten, wenn du eben diese Tenbagger-Aktien identifizierst? Was würde es heißen, wenn du eben über eine Sprachnachricht ein Scoring-Modell aufbauen kannst? Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, und dafür dann irgendwas zwischen 25 und 39 Euro im Monat investierst. Ich denke, das ist absolut fair. Ja, dann würde ich vorschlagen, Simon, wir gehen in die Fragen rein. Es sei denn, du hast hier noch an der Seite irgendwas Spezielles, was du noch unbedingt sagen möchtest. Nur lass uns keine Fragen, denn im Chat sehe ich einige Fragen nach dem Link. Ich glaube, du hast den Link eingestellt, aber ansonsten schickst du ihn, glaube ich, auch nochmal per E-Mail zu. Genau, also jeder, der live dabei ist, kriegt das im Nachgang auch mit dem Magazin nochmal, wenn es klappt. Und ich werde dann auch die Aufzeichnung noch teilen. Und wer da Fragen auch speziell zur Software hat, ihr findet natürlich hier auf dieser entsprechenden Produktseite auch den Link zu TraderFox. Ihr könnt euch da direkt mit dem Team verbinden und auch entsprechend suchen. Fragen stellen. Dann schaue ich mal rein. Also die Frage war hier, kann ich auch die Softwarepakete über meine Firma buchen? Ja. Das geht sehr gut. Kann ich eine Einmalzahlung auch vornehmen? Gibt es da eventuell auch nochmal einen Rabatt? Oh, das ist aber hart. Naja, also es sind jetzt die Angebote im Payment-System hinterlegt. Andere Möglichkeiten der Bezahlung gibt es nicht. Ich denke, das ist auch fair. Also wie gesagt, das ist für die meisten wahrscheinlich im Abo auch deutlich besser, als das in der Einmalzahlung zu machen. Kann man die Produkte auch beide miteinander integrieren, kam hier noch als Frage. Ja, oder ist schwierig, wie das Integrieren gemeint ist. Also es läuft alles komplett alleine. Wenn man die TraderFox-Börsen-Software startet und das Trading Desk, dann kann man auf dem Trading Desk alles durchführen. Also es gibt hier keine Restriktionen mehr. Da kommt nicht irgendwo jetzt eine Bezahlschranke, sondern wir haben das jetzt wirklich alles in dieser Trading Desk Welt zusammengeführt. Integrieren insofern, wenn man das TraderFox Morningstar Datenpaket hat, man macht mit der Software Aktien Rankings ein ganz komplexes Screening. Dann kann man diese Kursliste quasi mit einem Klick exportieren und dann im TraderFox Trading Desk abrufen. Also sie setzen sich gegenseitig nicht voraus, aber man kann gescreente Elemente in die andere Welt übertragen zum Beispiel. Okay, perfekt. Und ihr habt natürlich da auch ganz viele Videos, ganz viel Service. Ich meine, da gibt es natürlich Fragen für den Anwender dann im Einzelfall, gerade wenn er auch tiefer einsteigt. Aber das habt ihr natürlich alles in den letzten Jahren auch schon sehr, sehr gut beobachtet und entwickelt und optimiert da ja permanent. So, also stellt gerne Fragen, wenn ihr Fragen habt. Freuen wir uns drüber. Ist Morningstar auf Deutsch, kam hier als Frage, oder ist es auf Englisch? Die Software ist auf Deutsch.
Manchmal gibt es Profiltexte, die auf Englisch sind. Morningstar, die haben zu Aktien, ich würde schätzen, 4000 Profiltexte auf Deutsch. Die sind eingedeutscht. Es gibt aber auch noch zu amerikanischen IPOs, die erst seit 4 Wochen auf dem amerikanischen Markt sind. Da wird man dann manchmal über eine englische Profilbeschreibung stolpern. Aber ansonsten ist das alles auf Deutsch. Perfekt. Sind im Morningstar-Paket auch die Trader-Zeitungen mit inkludiert? Fragt der Marc. Nein, Das wäre natürlich zu viel. die Also gibt da auch wirklich es. nochmal ein Riesendankeschön an den Simon. Das ist ein extrem gutes Angebot. Ich weiß auch nicht, ob wir das nochmal so stellen. Ich arbeite schon ewig mit dem Simon zusammen. Wir kennen uns schon ewig. Ich respektiere das, was er macht, extrem. Ich weiß, was er für die Börsenkultur in Deutschland getan hat. Nicht nur für die Börsenvereine damals als e.V., sondern auch mit seiner Firma. Und es ist schon wirklich ein großartiges Angebot. Also irgendwann ist auch mal Schluss. Und der Wert ist wirklich richtig, richtig hoch. Bleibt der Preis nach 12 Monaten bestehen? Fragt der Georg. Ja, wenn man dieses Angebot hier abschließt, bleibt es dauerhaft zu diesem Niedrigpreis bestehen. Dauerhaft, ja. Dann großes Dankeschön dafür. Hallo Simon, ich habe bei TraderFox das Aktien-Flatrate-Paket abonniert. Kann ich das neue Angebot ersetzen? Keine Ahnung, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. ja, das ist natürlich immer mein Risiko, wenn man solche Rabattangebote rausgibt mit Kooperationspartnern, dass dann natürlich auch mal ein Bestandskunde darauf aufmerksam wird. Ich würde Dann sagen, lassen wir das. wer TraderFox Bestandskunde ist, schreibt uns einfach an, schreibt unser Support-Team an. Ich bin TraderFox-Kunde. Ich war bei dem Webinar vom André mit dabei und dann gucken wir, wie wir euch da entgegenkommen können. Aber was eben, es findet kein automatischer Upgrade irgendwie statt. Wenn ihr jetzt beim André das Paket bucht, dann bucht ihr doppelt. Es gibt hier keine Verrechnung, kein Upgrade. Schreibt uns, gucken wir, was wir machen können. Genau, da seid ihr super lieb und seid dann auch nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt. Bei Max, der gefragt hat, würde es mich freuen, weil er Teil der Ausbildungscommunity ist. Aber wie gesagt, das ist schon ein sehr, sehr gutes Angebot und guckt einfach, ob das passt. Genau, Zeitung hatten wir beantwortet. Gibt es ein Helpdesk bei TraderFox, falls es Fragen gibt? Wir haben ein Chat, ein Support-Chat, wo man Fragen einstellen kann. Wir haben bei Fragen rund ums Abos haben wir ein sehr starkes Support-Team. Wir sammeln Fragen und machen dann dazu Videos. Was wir hingegen, das sage ich auch ganz ehrlich, was wir nicht anbieten können, was aber auch kein Softwareanbieter mehr macht auf diesem Planeten. Man kann bei Adobe nicht anfragen, wie man Photoshop bedient. Ich kann bei Microsoft nicht anrufen und fragen, ich habe hier ein Problem mit Excel. Wie kann ich mein Excel so programmieren für diese Lösung? Wenn Sie uns quasi fragen, ich möchte mit dem Aktienscreening das und das machen, ich möchte das und das bauen, dann können wir nicht helfen, dass wir Ihre Aufgabe ganz gezielt erledigen. Unser Support-Team verweist nur auf ein Video, wo quasi in dem Video erklärt wird, wie man die Software bedienen kann. Also das sind so die Grenzen beim Support. Wir sind bei den Preisen sehr günstig. Das Morningstar-Datenpaket kostet 25 € pro Monat. Wir zahlen noch Lizenzgebühren an Morningstar. Und wenn wir hier jetzt noch für jeden Nutzer auf einzelne Use Cases eingehen müssten, dann wäre das Ganze nicht mehr finanzierbar. Und darum haben wir uns für diesen Kompromiss entschieden. Wenn Sie mit einem Problem kommen, schicken wir einen Videolink, wo man da quasi Infos findet, wie man die Software bedient. Und ich kann es ja als Nutzer, Anwender und auch als Trainer sagen, also wir nutzen ja, wie gesagt, auch euren Portfoliobilder. Es ist sehr intuitiv und da gibt es eben auch viele Quellen im Internet. Die Videos sind sehr gut. Und wenn man sich da auch mit 2, 3 Leuten vielleicht zusammentut oder auch vielleicht macht es ja Sinn, bei uns in der Ausbildungscommunity im Discord auch einen TraderFox-Channel zu machen für die Software, kann man da eben auch sehr, sehr schnell so kleine Tipps und Tricks bekommen. Und wenn man eben ein bisschen Zeit investiert, kriegt man das sehr, sehr gut auch hin. So, es sind echt viele Fragen noch. Raphael, die Frage nach den 3 besten Aktieninvestments, ich glaube, die hatte Simon schon auch gut beantwortet, weil es ja einige sehr, sehr konkrete Ideen gab. Keine Empfehlung, das wisst ihr, aber wirklich sehr, sehr konkrete Ideen. Genau, Börsensoftware-Teilpakete hatten wir schon. Lange Fragen stelle ich mal zurück. Welche Aktien hast du jetzt als Tenbagger geplant? Fragt der Roland.
Also im Endeffekt, ich habe ja aktuell drei, habe ich in meinem fokussierten Investing-Depot drin. Und das sind immer die drei Aktien, wo ich für mich persönlich gerade das beste Chance-Risiko-Verhältnis sehe. Aktuell sind in meinem fokussierten Investing-Depot Supermicrocomputer, Peary Network und TeamViewer. Also das sind gerade die drei Aktien, für die ich mich entschieden habe, dass ich hier auf diese großen Kursbewegungen spekulieren möchte. Das ist das Schöne beim Simon, kein Vielleicht, keine Wahrscheinlichkeiten, kein kommt drauf an, sondern drei konkrete Aktien. Also allein für diesen Tipp hat sich das Webinar, glaube ich, schon mehr als für dich gelohnt. Dann fragt der Anton, ist es auch möglich, die Trader-Zeitung alleine zu beziehen? Nein. Also wir haben hier die Grundsatzentscheidung getroffen. Die Trader-Zeitung beinhaltet die Kernerkenntnisse von unserer gesamten Redaktion. Und man kann, be bekommt es bei uns nur in der Aktien-Flatrate ab 49 Euro pro Monat. Es gibt in unserer Welt keine Möglichkeit, an die Trader-Zeitung zu kommen unter 49 Euro pro Monat. Warum? Weil hier der Kern unsere Research-Arbeit eben jeden Tag präsentiert wird. Und wir können das nicht günstig hergeben. Also nein, man kann die Trader-Zeitung nicht vereinzelt in die günstige beziehen. Die gibt es bei uns nur in den großen Kombi-Abos mit drin. Oder jetzt halt bei dir, André, für 39 Euro. Ja, es tut mir schon fast leid, muss ich Ja. sagen, aber es ist leider besprochen und wie gesagt, ist für euch ja auch wirklich eine gute Chance, da wirklich mal ja, diese Ressourcen zu nutzen und das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr faires Angebot. Ich meine, dafür, dass ihr eine tägliche Zeitung bekommt mit dem Umfang, den der Simon gezeigt hat, wir werden es dann auch noch teilen, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr großzügig und auch nochmal ein großes Danke, auch wenn ich mich da wiederhole. Gibt es eine Schnittstelle von TraderFox zu Brokern, wie zum Beispiel Interactive Brokers, fragt der Thomas. Ja, es gibt Schnittstellen. Aktuell sind angeschlossen Zero und Comdirect, auch mit null Gebühren, Handelmöglichkeiten. Also man kann über Comdirect und ausgewählten Emittenten auch über desk.traderfox.com dauerhaft gratis handeln. Das ist eine Kooperation mit der Börse Stuttgart, mit Comdirect und Traderfox. Interactive Brokers ist auch schon technisch angeschlossen. Das ist noch nicht live. Wow. Also wer Cap Trader, also wir sind einer der ersten deutschen Portale, die wirklich diese Interactive Brokers Bankensystem-Anbindung haben. Und wir sind schon fertig. Wir haben das schon lange angekündigt. Darum bin ich ein bisschen langsamer, weil es sind riesige juristische Verträge, die da gemacht werden müssen. Wir haben jetzt als Startplan Ende Juni in Aussicht, wo das erstmal live gestellt werden soll. Und dann bekommt man über das TraderFox Trading Desk einen vereinfachten Zugang zur ganzen mächtigen Interactive Brokers Welt, beziehungsweise Cap Trader Welt. Wir machen das über Cap Trader, über den deutschen Support Arm von Interactive Brokers. Ja, und dann kann man quasi aus dem Trading Desk heraus über eine einfache Ordermaske dann auch direkt amerikanischen Aktien handeln zu den günstigen Preisen. Also, da freuen sich auch schon alle drauf. Wir waren verspätet, aber jetzt Ende Juni, denke ich, können wir halten als Startzeitpunkt. Also ihr seid technisch extrem fit, da nochmal großes Kompliment. Passend dazu, der Georg fragt, ob bei euch auch Stammdaten von Optionsvolumen und impliziter Vola bei Optionen zu finden sind. Nein, haben wir bei uns nicht drin. Da würde ich aber gerade dann einen Broker wie CapTrader empfehlen, wo man auch diese ganzen Optionsscheintools ja Zugriff hat. Aber im TraderFox Trading Desk nicht. Da gibt es keine Option. Genau, dann kam hier nochmal die Frage, ich habe schon einige TraderFox-Produkte, kann ich die Zeitung auch trotzdem beziehen? Hier gerne an den Produktsupport schreiben mit Stichwort vielleicht André Stagge und Simon Betschinger, Webinar 17.05. Ich glaube, dann könnt ihr das einschätzen. 39 Euro pro Monat dauerhaft oder nur für ein Jahr? Frank haben wir schon beantwortet. Der Preis bleibt bestehen, trotz Inflation und allen Widrigkeiten. Und wie gesagt, 12 Redakteure allein für ein einzelnes Magazin. Wahnsinn, ja. Wir betreiben ja auch mit dem SMS-Signale Börsenbrief. Einen Börsenbrief, der alle 2 Wochen erscheint, den Samuel und ich schreiben. Ich weiß schon, wie viel Arbeit das ist, aber jeden Tag so eine tolle Zeitung, also da brauchst du ein Riesenteam. Ist in der Software mit TradingView zu vergleichen oder hat es die gleichen Möglichkeiten? Ja, im Endeffekt, wir sind komplexer von den Routinen, die man damit durchführen kann.
Ich würde das eher mit Market Smith in den USA vergleichen. Das war ja ein Pionier in den USA, von William O'Neill gegründet, die quasi von einem Screening-Prozess oder von einer Strategie, die um eine Strategie herum einen Screening-Prozess verwirklicht haben, den man damit einer Software quasi kontinuierlich durchführen kann. Und das haben wir eben bei uns auch perfektioniert, dass man im Trading Desk die Screening-Routine durchführen kann und damit jeweils einen weiteren Klick bekommt man alle Infos. Man bekommt die Infobox, bekommt die Nachrichten, man bekommt die fundamentale Informationen, man bekommt den Chart. Also wirklich dieser Terminal-Gedanke. Wir haben ein Trading-Terminal, nicht nur ein Chart-Tool, wir haben es als Trading-Terminal aufgebaut. Glaube ich, ein Riesenunterschied zu TradingView, wie du sagst. Das eine ist halt eine viel größere Datenbank, viel mächtiger. Also da steckt deutlich mehr drin als jetzt nur Bildchen malen, wo TradingView natürlich auch eine tolle Software ist. Dann der Achim fragt, ist in Simons fokussiertem Investment-Depot in den angebotenen Magazinpaketen auch mit inkludiert? Also sieht er da regelmäßig auf, wenn du zum Beispiel eine deiner drei Aktien verkaufst oder vielleicht tauschst gegen eine andere? Nein. Da müsst ihr meine Webinare angucken. Dann bekommt ihr regelmäßig mit, was ich denke, was ich mache. Aber da müsst ihr auf events.traderfox.com einfach meine Webinare angucken. Dann bekommt ihr das mit. Und ihr habt natürlich die Aktien, die werden natürlich auch in den einzelnen Publikationen erwähnt, aber es ist dann nicht nur die drei Aktien, weil es würde auch das Research-Universum der Analysten natürlich massiv einschränken. Aber die Logik, die acht Routinen, die du ja sehr schön vorgestellt hast, über Gewinnwachstum, über 52 Wochenhochs, über den entsprechenden Katalysator mit News, über die Gaps, alles, was du präsentiert hast, das wird dann natürlich regelmäßig auch entsprechend mit benannt. Und dann kann man eins und eins zusammenzählen und auch relativ schnell herausfinden, welche Aktien der Simon mag. Und welche eben da gar nicht genannt werden. Ich habe übrigens auch ein paar Aktien notiert, die ich mir auch nochmal genau angucken werde. Sind die Templates schon vordefiniert? Fragt der Rolf. Genau, die Templates sind vordefiniert. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Weißt du, was die beliebteste Seite ist in der Trader-Zeitung? Die Seite mit den Eigenpositionen. Also Okay. wir sind ja 100% transparent, müssen wir auch sein vom Gesetzgeber. Und am Ende jeder Trader-Zeitung bekommt man alle Aktien angezeigt, die unsere Redakteure im Depot haben, also auch die ich im Depot habe. Und auf der Messe, ich kann es gar nicht glauben, die Leute haben mir erzählt, sie vergleichen dann immer die Trader-Zeitung und gucken, welche Aktien bei mir dazugekommen sind. Ja. Und ja, das als lustige Geschichte am Rande. Ja. Also wir müssen ja vom Gesetzgeber her aufklären über das, was wir haben und worüber wir schreiben. Machen wir auch gerne, ist ja auch nur fair. Ja, man findet die Eigenpositionen auf der letzten Seite der Trader-Zeitung. Ist eine schöne Abkürzung, also was bei der Bild-Zeitung, wo es ein ganz kleines bisschen dran angelehnt ist. Die nackten Damen waren für die Herren, das ist bei euch dann quasi die Veränderung der Eigenposition von Simon und Co. Sehr, sehr spannend und das ist natürlich auch super spannend, weil dann könnt ihr eben die besten Aktien gerade rausselektieren. Dann wäre es natürlich blöd, auch nur drei Aktien zu nehmen. Das ist dann schon ein bisschen mehr Diversifikation. Aber wer so richtig schnell durch die Decke geht, das ist da schon mit drin. Passt auch zu der Frage vom Timo. Er wollte wissen, ob es immer nur Buy und Hold ist oder ob die Aktienpositionen auch reduziert oder sogar mal verkauft werden. Bei mir jetzt, oder wo? Generell bei dir und bei den drei Aktien, also generell. Also bei den drei Aktienmagazinen, da ist auch aktives Trading. Ach, da wird auch mal häufiger gehandelt. Und dann bei dir noch? Du, ich bin ja im Endeffekt, ich bin ja alles, je nach Zeit. Ich hab ein ganz großes Investment-Depot. Und das ist bei mir Buy and Hold. Dann habe ich mein fokussiertes Depot, wo ich mich eben auf drei Aktien konzentriere. Aber ich habe auch noch Trading-Depots, wo ich, wenn ich mal Zeit habe, wo ich dann natürlich auch, wo es mich reizt, etwas zu machen. Da mache ich selber auch viel, eben ich versuche Hebel aufzubauen. Wie jetzt auf Oracle, wie jetzt auf Alphabet. Ja, ich mache natürlich auch selber viel Trading. Wichtig ist, und das ist vielleicht noch eine Erkenntnis, die ich auch in den letzten Jahren gemacht habe, das sind ja unterschiedliche Disziplinen, die man an der Börse praktiziert. Investieren nach Buy and Hold ist etwas komplett anderes als Trading. Nehmt dafür unterschiedliche Depots. Vermischt das nicht. Ich habe meine Investmentdepots, habe ich bei der Volksbank, habe ich bei der ING DiBa, auch bei der, wirklich auch sehr viel bei der Volksbank, weil das sind die Ordergebühren teuer. Möchte ich so, weil ich möchte da ja nicht traden. Da habe ich gesagt, nee, ich habe ein Depot bei meiner Volksbank und wenn ich da
kaufen, verkaufen müsste, wäre ich gleich richtig gebührenlos. Will ich so. Ich agiere hier als Investor und schaue mir nur einmal im Quartal, werfe ich da ein bisschen einen Blick drauf. Und meine Trading Depots habe ich bei anderen Brokern, wo ich halt weiß, auf diesem Depot mache ich nur Trading. Ja, so würde ich es machen. Diese drei großen Disziplinen, Investment, Trading und Spekulation, in Klammer, fokussiertes Investieren, würde ich trennen. Machen wir genauso in der Ausbildung mit der Pyramide, finde ich sehr gut. Und Experten erzählen ja meistens das Gleiche und bei Simon und mir zu fast 99%. Frage, die dann natürlich sofort hochkam. Simon, wie hast du die drei Brücke bei dir prozentual auf dein Vermögen verteilt? Das wollen alle wissen. Ich sage nur, Sind mir ja geht's nur Leute bei mir, ja. gut. Nein, nein, sage ich nicht. Mir geht's gut. Aber ihr könnt euch ja denken, bei dem Vermögen, was der Simon über die Börse aufgebaut hat, da wären natürlich nicht 99% in Spekulationsprodukten oder 99% im Trading sein. Für diejenigen, die bei mir in der Ausbildung sind, ihr wisst das schon, aber ich kann das auch gerne hier an der Stelle öffentlich wiederholen. Bei mir sind 60% im Investment, 20% im Trading und 20% im algorithmischen Investieren über den Algo-Investor, was sich so ein bisschen mit der Idee deckt. Aber ich bin auch froh, wenn der Investmentanteil größer ist, weil das natürlich derjenige ist, wo ich auch mental nicht so viel gucke, nicht so viel Research betreibe, sondern Investments sind wirklich Ideen, die auch teilweise über 2, 3 Jahre unterwegs sind. Mit Short BTP zum Beispiel eine Idee oder Inflation Expectations, EM-Anleihen, ihr kennt das aus den Marktausblicken etc. Das sind Positionen oder auch dann eben perspektivisch mal Einzelaktien, wenn der Markt ein bisschen runterkommt, die man dann eben hier wirklich für Jahre und Jahrzehnte hält und wo man dann nicht jeden Richtig. Tag alles checkt. Und es ändert sich auch mit dem Alter, André, gell? Absolut. Man muss sich ja darüber im Klaren sein, was will man im Leben, wo möchte man hin? Und das sage ich auch bei meinen Seminaren, ich sage es auch aber meinen Mitarbeitern. Als ich jung war, als ich 18 war, als ich 25 war, da wollte ich an Geld kommen. Und da musst du dann quasi einen großen Teil deines Vermögens nehmen. Du musst das dann halt mal auf eine Aktie setzen, wenn du einen großen Sprung nach oben machen möchtest. Es wird nie passieren, dass du einen großen Sprung machen möchtest und du teilst dein Geld auf 30 Aktien ganz gleichmäßig auf. Damit machst du keinen großen Sprung. Und egal zu wem du guckst, auch Warren Buffett. Warren Buffett hat eine American Express mit 50% gekauft. Er hat eine Coca-Cola mit 50% gekauft. Und das muss man einfach auch offen ansprechen. Wenn du mit deinem Vermögen einen großen Durchmarsch erzielen möchtest, musst du ja auch fokussiert investieren. Und irgendwann kann sich das ändern. Irgendwann wirst du älter und dann geht es nicht mehr darum, dass du einen ganz großen Sprung mit deinem Gesamtvermögen schaffen möchtest. Dann geht es darum, dass du ein passives Einkommen generieren möchtest, dass du keinen Stress mehr hast, dass du ein sorgenfreies Leben hast. Und je nachdem, in welcher Phase seines Vermögensaufbaus man sich gerade befindet, braucht man halt auch eine andere Kapital. Akkumulations- oder Allokationsstrategie. Aber ich denke, das wirst du ja auch in deiner Ausbildung regelmäßig besprechen. Bin ich voll bei dir und irgendwann ist halt Vermögensschützen auch wichtiger, ob du jetzt 10 Millionen hast oder 15. Ist nicht mehr so ein großer Unterschied zum Leben, aber wenn natürlich alles weg ist morgen, dann ist es schon doof. Also, das ist, glaube ich, klar und wer weniger hat, kann auch ein bisschen aggressiver dabei sein. Eine Frage, die jetzt wirklich 2, 3 Mal gestellt wurde, Simon, da vielleicht nochmal die Klarheit. Kann ich hier das Paket mit der Börsensoftware auch ohne das Datenpaket abonnieren? Wie hängen die beiden zusammen? Da gab es jetzt wirklich ein bisschen Verwirrung. Hier in der Software sind ja auch schon Daten enthalten, aber nicht die Morningstar-Daten, wenn ich das persönlich richtig verstanden habe. Genau, wir haben verschiedene Lizenzen. In der Trader-Box-Börsensoftware kann man mit FactSet-Daten arbeiten. Man kann nicht ganz so in die Tiefe gehen wie mit den Morningstar-Daten. Aber man merkt das. Das merkt man nicht. Vielleicht kann ich hier genauer, ich hole hier nochmal genauer aus. Es ist ja ganz zurück mit den Lizenzverhandlungen. Wir Genau, ich glaube, können. so wie ich es verstanden habe oder wie ich die Produkte auch nutze, also hol gerne aus und mach gerne noch eine Unterlage aus, wenn du was hast. Ich kann es gerne mal übertragen. Bist mit dem Paket hier schon sehr, sehr gut dabei. Es sei denn, du bist wirklich sehr tief engagiert, wirklich sehr dicht dran, hast vielleicht auch ein sehr großes Depot und willst wirklich alles aus den Daten rausquetschen, dann brauchst du hier wirklich nochmal den speziellen Datenanbieter. Aber ihr seht es ja schon mit dem Rabatt selber, mit dem großen möglichen Paket, das hier die beste Variante von den drei Dingen, die wir euch entsprechend vorschlagen können. Und wie gesagt, uns ist auch wichtig, das ist ein Angebot. Ihr kauft es nicht für uns, uns geht's gut, sondern ihr macht es für euch. Wir möchten euch wirklich voranbringen. Das treibt den Simon schon seit über 20 Jahren an, das treibt mich sehr stark an. Und das ist wirklich,
will nicht sagen geschenkt, weil ihr investiert ja auch. Und wenn ihr nicht investieren würdet, wenn wir es euch komplett schenken würden, würdet ihr es eh nicht nutzen, weil es halt schon auch vom Verständnis und der Zeit die 15 Minuten vielleicht am Tag braucht. Aber wenn ihr da mal reinkommt in diese Routinen, wenn ihr die Software nutzt, wenn ihr eben auch die Ideen generiert, dann habt ihr halt einen dauerhaften großen Mehrwert und dann könnt ihr da wirklich das mit der Investition um ein Vielfaches auch wieder verdienen, wenn eben diese Art und Weise der Analyse zu euch passt, wenn ihr eben datengetrieben seid, wenn ihr eben doch Lust habt auf so ein großes Universum mit so vielen Möglichkeiten. Soll ich dir nochmal übertragen, Simon, oder habe ich dir jetzt das Wort abgeschnitten? Entschuldige. Nee, passt also. Man kann mit der TradeFox-Börsensoftware alles machen. Auch wenn man mit der TradeFox-Börsensoftware im Frontend ein Screening durchführt, dann wird das Ergebnis im Backend-Derivativ ermittelt mit den Morningstar-Daten. Weil die Datenanbieter unterscheiden zwischen einer Display-License und einer License, um Original Created Works zu generieren. Wenn man quasi aus dem TradeFox Trading Desk ein Screening durchführt, dann wird das quasi auch mit dieser mächtigen Trader Morningstar Datenbank durchgeführt. Wenn man es dann sich im Trading Desk anzeigen lässt, dann kommt aber eine Display License von FactSet, von anderen, von noch zwei anderen Datenanbietern. Aber man merkt das. Man merkt das in 98% der Fälle nicht. Wir haben das wirklich klug gemacht, oder unsere Entwickler haben das klug gemacht. Okay, ich fasse das nochmal zusammen. Also du merkst den Unterschied in 98% der Fälle nicht. Das heißt, dieses Datenpaket ist jetzt nicht zwangsweise nötig, um diese Softwarepakete zu nutzen, die Simon ja gerade schon vorgestellt hat, sondern das ist hier wirklich die Basisversion, mit der kannst du anfangen. Da kannst du extrem viel lernen, sehr viel backtesten, sehr viel Research machen, sehr, sehr viel ausnutzen, screenen durch diese clevere Lizenzgestaltung, was natürlich völlig legal und auch vertraglich sicherlich viel Arbeit war. Klappt das, aber wenn du dann super tief rein willst, Realtime-Daten brauchst, Richtung ganz, ganz spezielle Analyse, dann wäre das hier eine schöne Ergänzung. Habe ich das so richtig erklärt? Also Realtime-Daten hast du mit der TradeFox-Börsensoftware komplett. Das Morningstar-Datenpaket brauchst du vor allem auch für die Applikation. Weil du siehst zum Beispiel, das Portfolio-Backtesting-Tool ist nur möglich mit den Point-in-Time-Daten von Morningstar. Das heißt, wir können das Portfolio-Backtesting-Tool nur zusammen mit dem Morningstar-Datenpaket anbieten. Also denkt über die Applikation nach. Mit dem Morningstar-Datenpaket bekommt ihr fünf Applikationen, die komplett funktionieren eben mit diesem Datenpaket. Mit der TradeFox-Börsensoftware bekommt ihr vier Applikationen, die vor allem Echtzeit-Applikationen sind, die auch perfekt funktionieren mit der TradeFox-Börsensoftware. Ihr müsst ja gar nicht kreuz und quer denken. Denkt einfach, ihr kauft das und die Applikationen, die da dabei sind, die werden dann perfekt funktionieren. Und welche Applikationen sind es denn bei der Software genau? Du hast die TradeFox-Börsensoftware, du hast den Signaltrader.tradefox.com. Da kann man sich quasi über ein ganz einfaches Interface Signale ausklicken, die man per E-Mail gesendet bekommen möchte oder per Telegram Alert und so weiter. Du hast Zugriff auf Charting Tools und du hast noch Zugriff auf ein spezielles Screener Tool. Das sind die Applikationen und eben auch die mächtigste unserer Applikationen, das Trading Desk. Das Trading Desk ist die Hauptapplikation. Die braucht man eigentlich zum täglichen Arbeiten. Ist auch das, was du jetzt gerade viel gezeigt hast. Genau, und wenn ihr die Genau. zusätzlichen Applikationen haben wollt, ich glaube, jetzt habe ich es auch verstanden, perfekt, dann ist es eben hier mit dem Morningstar-Paket verbunden. Super. Sonst, wenn ihr da Fragen habt, gerne auch an den Service von Simon nochmal schreiben, aber ich denke, das ist gut erklärt. Genau, ich gucke nochmal ein bisschen, was haben wir schon beantwortet? Dankeschön. Genau, also Eddie, man kann auch über TraderFox handeln, bald auch über IB, hatten wir gesagt. Kommt die Trader-Zeitung per E-Mail, war eine Frage von Frank. Ja, die kommt als per E-Mail, als PDF-Datei. Oder man kann sie auch in der App, kann man sie auch angucken. Ich guck sie Genau. mal auf dem iPad, Aktienmac-App runterladen und dann die Trader-Zeitung einfach auf dem iPad angucken. Das ist so die beste Variante. Genau, also ich sehe so echt noch viele Fragen offen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Genau, der Scanner ist mit dabei, Dragan, bei dem ersten Paket. Kann man die Präsentation erhalten, fragt der Stefan, die PDF, die du gezeigt hast. Nein, tut mir leid. Genau, kann ich auch gut verstehen. Steckt sehr viel Arbeit drin. Die Aufzeichnung schicken wir rum und dann kannst du da natürlich entsprechend da dir das in Ruhe auch nochmal angucken. Die Tageszeitung gibt es auch nicht einzeln, Christel, sondern das ist nur ein Paket.
Ich hatte ein Screening USA, Euro und Deutschland gesehen. Wie sieht es aus mit asiatischen Aktien? Kann ich die auch screenen? Danke im Voraus, sagt der Hendrik. Asiatische Aktien sind noch nicht implementiert, aber vielleicht als Ankündigung, wir haben die kompletten Lizenzen schon gekauft. Also die Daten, die sind bei uns verfügbar. Bei der Implementierung stoßen wir aber auf viele Herausforderungen. Zum Beispiel einfach Fremdwährungen, Währungskonflikte. Das ist nicht ohne. Also irgendwann wird der Punkt kommen, wo man auch Zugriff auf die asiatischen Märkte hat, um die Screenings durchzuführen. Aber es ist wirklich für unsere Backend-Entwickler, unsere Datenbankentwickler eine ganz, ganz große Herausforderung. Und das wird noch dauern. Ich würde schätzen bis Q4. Wird kommen und wird dann auch für die bestehenden Kunden wahrscheinlich sogar kostenfrei integriert, oder? Ja, das ist dann im Morningstar-Datenpaket drin. Also diese Datenbanken haben wir über Morningstar noch lizenziert. Natürlich auch Wahnsinn. Also hier kommt auch nochmal ein Hinweis von Sebastian, der ist Kunde bei euch und der sagt, in Summe ist der Support absolut top, wurde noch nie enttäuscht, habe es gerade auch nochmal im Chat geteilt. Also für diejenigen, die sich Sorgen machen, da wird natürlich eine Menge geboten und ihr merkt das ja Simon auch an, genau wie mir. Wir sind wirklich intrinsisch stark motiviert, da was zu tun, weil wir haben uns am Anfang sicherlich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ich fand dein Beispiel mit dem Pokerspielen auch schon sehr gut. Also wir haben regelmäßig eine Pokerrunde hier in Frankfurt. Wir laden dich mal ein, wenn wir ein bisschen Kleingeld mit reinholen. So, weiter geht's. Gibt es eine Nutzer-Community? Fragt der Wolfgang. So eine Art Chat im Ja. Discord. Also André, für dich komme ich auch gerne zum Pokern, auch wenn ich weiß, dass ich da mein Geld liegen lassen werde. Es muss ein Tischlimit geben von 20 €, dann komme ich auch um Ja, die wir haben in Europa hier, wir sind Ecke. da sehr human und meistens wird dann Okay. mehr nebenbei getrunken, als am Pokertisch verloren wird, ne? Was die Mitbürger Okay. angeht. Eine lustige Runde. Unser Community-Konzept gibt es über Discord. Discord, super. Aber ja. Also gibt es eine eigene Nutzer-Community und wie gesagt, ich kann es auch in der Ausbildung bei uns anbieten. Wir können auch da gerne nochmal unter dem Softwarebereich eine TraderFox-Community machen. Ich bin mir sicher, einige sind schon sehr aktiv bei euch, andere wollen es vielleicht jetzt lernen. Da kann man sicherlich dann auch einfach sich gegenseitig unterstützen. Das liebe ich ja auch. Genau, Was ich habe deine Community gesehen, die ist ja so gut betreut. Ich würde sagen, bleibt bei der Danke. Community, beim André, der macht das ganz hervorragend. Dafür braucht ihr uns nichts. Für uns braucht er die Software und die Community, da ist der André, das macht er. Genau, und das ist auch so eine Idee, die eben beim Sprechen kommt, einfach das mit einzubinden, weil das ist natürlich ein Win-Win für alle Seiten. Hier fragt eine Frage zum Joe. Was meinst du zu der aktuellen Short-Empfehlung zu Nvidia? Da muss ich gestehen, ich war am Sonntag beim Florian Homm eingeladen, hatte einen Vortrag nach Markus Krall und vor Florian Homm und oh Gott, der Florian Homm Börsenbrief pitcht gerade Short Nvidia. Die haben den Katalysator noch nicht gefunden, aber die sagen, es geht runter. Also was ist deine Meinung, machst du generell Short in der Position und was wäre so ein Katalysator auch bei solchen Aktien, die dann sehr trendstark waren, auszusteigen? Er wird es falsch liegen. Aktien fallen ja nicht einfach wegen einer hohen Bewertung. Aktien fallen dann, wenn der Wachstumszyklus ihren Höhepunkt erreicht. Wenn es anfängt, dass die Ergebnisse deutlich schlechter werden als die Erwartungen. Wenn Florian Homm jetzt Nvidia shortet, ist er vielleicht 7 Jahre zu früh. Warum? Meine These ist ja, bezüglich künstlicher Intelligenz, der Durst der Menschheit nach Rechenpower wird ins Unermessliche wachsen. Um eine künstliche Intelligenz zu trainieren, benötigt man GPUs. Die KIs werden umso besser, je größer die neuronalen Netzwerke dahinter sind. Es hat ja Sam Altman von OpenAI schon davon gesprochen, dass man ja bei den jeweiligen Versionen von ChatGPT 2.5, 3.0, 3.5 ist man ja, je größer man die neuronalen Netze ausgeweitet hat, auf sogenannte Emergenzphänomene gestoßen. Sprich, das neuronale Netz konnte Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. ChatGPT kann Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat, die man auch sich nicht erklären kann. Weil man eigentlich noch vor einem Jahr dachte, ein Sprachmodell kann das gar nicht. Und das ist ja eigentlich das, was passiert ist. Dass auf einmal dieses ChatGPT ab 3.0, 3.5 oder jetzt auch in 4 Zeichen von Intelligenz zeigt
Und man versteht eigentlich gar nicht, woher das kommt, weil es ja ein Wahrscheinlichkeitsmodell ist. Welches Wort folgt dem nächsten? Und jetzt lautet die aktuelle These in der Tech-Community, wenn wir jetzt die neuronalen Netze immer größer machen, dann werden diese Emergenzphänomene weiter zunehmen. Und größer machen bedeutet einen exponentiellen Anstieg der Rechenpower. Der Intel-CTO hat mal die Schätzung abgegeben. Er geht davon aus, dass der Rechenbedarf, die installierte Hardwarebasis an Rechenpower bis 2030 um den Faktor 100 nochmal wachsen wird. Und ich würde jetzt, und jetzt hat die Menschheit die Technologie entwickelt, künstliche Intelligenz, die so viel Rechenpower braucht wie nichts anderes, was es jemals davor gab. Ich glaube, wenn du den Florian Horn kennst, sag ihm einen Gruß. Ich glaube, er ist 7 Jahre zu früh mit seinen Short-Gedanken bei Nvidia. Also er hatte, wie gesagt, den Katalysator auch noch nicht gefunden, sondern das ist eher durch Bewertung tatsächlich ausgereizt. Ich bin auch der Meinung, dass es ein bisschen früh ist. Kennen wir übertrieben, aber das war sehr amüsant, das will ich an anderen Stellen mal erzählen, da vor Ort zu sein und ja auch zu sehen, wie da einige Klischees erfüllt werden, aber auch wie gute Informationen da auch selektiert werden. Wie gesagt, das ist ja auch eine Idee von Ausbildung generell oder auch von Leuten, sich mit anderen guten Leuten zu umgeben und da eben die besten Ideen abzuziehen, deswegen also im Sinne von zu akkumulieren und da eben dann auch einen Vorteil zu bekommen. Da kam hier noch ein Hinweis, jemand hat gerade bestellt oder wollte bestellen und hatte das über die Firma machen wollen und da hat er leider recht, die Firma ist gerade ausgegraut. Einfach eine E-Mail an den Support im Nachgang schreiben, oder? Und dann auf die Firma umstellen. Oder was ist der beste Plan? Ja, verstehe jetzt nicht, aber am besten Vorname, Nachname so probieren. Bei Nachname halt Firma reinschreiben. Genau, und Okay, das. muss ich, was ich schick gleich ein Ticket. Ich schick Genau, gleich also ein. wir machen ein Ticket auf, lieber Hans. Danke für dein Interesse, schön, dass du dabei bist. Bestell einfach privat und dann können wir im Nachgang das sicherlich auf der Rechnung auch ändern. Ich denke, da ist das Team von Simon Ja. auch relativ einfach in der Lage. Ich klinge jetzt unseren CTO raus, dass wir gucken. So, genau, die drei Aktien hatte Simon genannt. Gerne die Aufzeichnung auch nochmal gucken. Wird nur Cap Trader integriert sein oder auch IB? Ich denke, wenn ihr eine Schnittstelle habt, weiß ich nicht. Genau, Frage. Ich glaube nur Cap Trader, Nur Cap weil Trader. ja. Man braucht immer auch, der diese rechtlichen, man braucht ja jemanden, der diese rechtlichen Strukturen finanziert. Weil wir sind ja im Endeffekt, wir sind an ein Bankensystem angeschlossen. Das darfst du nur dann machen, wenn du eine Haftungsdachstruktur hast. Und diese Haftungsdachstrukturen, die kosten Geld. Und auf unserer Seite bei der Anbindung übernimmt diese Strukturen, die man rechtlich braucht, übernimmt CapTrader. Bin ich Ihnen auch sehr dankbar. Und darum wird das nur über CapTrader möglich sein, nicht mit Interactive Brokers. Aber CapTrader ist ja auch, hat man die gleiche Power, die gleiche Macht, die gleichen Fähigkeiten und noch den deutschen Support von, ja. Das ist ja auch bei sehr guten Gebühren. Ich meine, ob jetzt 1 € für eine Optionshals oder 2, macht den Cool am Ende auch nicht fett. Gibt es Volumendaten oder Market-Profile-Daten, fragt der Philipp bei euch. Auch sehr geiler Punkt. Wir haben auch sehr geiler Punkt, weil es eigentlich so gut wie fertig ist. Wir bieten ja quasi, wenn man desk.traderfox.com abruft, hat man eigentlich Zugriff auf alles quasi gratis. Jede amerikanische Aktie an den Originalbörsen, jede deutsche Aktie, jede europäische Aktie, einfach alles ist gratis da. Was es noch nicht gab, sind diese Level 2 Orderbücher. Weil die kosten noch extra Geld. Wir bieten jetzt aber auch die an, dass man die zubuchen kann. Wir machen das mit Lenz und Partner. Auch da ist alles 90% fertig, war auch ein langes Projekt. Seit über 2 Jahren angestoßen, was jetzt komplett fertig wird. Und damit kann man auch über unsere Trading Desk eigentlich alles, was es weltweit gibt an Originalbörsen mit Level 2 Daten, kann man einfach per Klick zubestellen und abbestellen. Hier Live-Termin auch die nächsten 4 Wochen. Wir sind gerade, es ist jetzt Zufall, dass alles zusammenfällt, aber wir haben jetzt wirklich ganz viele Entwicklungszyklen, die gerade auslaufen, was jetzt in den nächsten Wochen online gehen wird.
So, kann ich gut nachvollziehen. Genau, sehr gut. Also es ist cool, dass ihr da wirklich immer so viel Inhalt auch nochmal reinpackt und euch ja kontinuierlich weiterentwickelt. Auf der TradFox-Seite habt ihr natürlich auch ohne das Angebot noch ein Riesenuniversum, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt zu kombinieren. Aber wie gesagt, um einen Anfang zu machen, gerade die linke Seite von dem Angebot hier ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Und dann kann man im Nachgang das Paket auch immer noch mit Morningstar dazu buchen, wenn man eben sagt, hey, man will das machen. Also kommt ganz viel Dankeschön rein. Auch nochmal ein Danke an dich. Genau, Frage zu den Regeln. Genau, da gerne auch die Videos angucken mit den Ausbildungsinhalten, was wir kurz gezeigt haben. Es sind drei Angebote. Muss ich alle drei bestellen oder nur die beiden links und rechts oben? Also Barbara, du musst gar nichts, sondern es ist natürlich deine freie Entscheidung. Wie gesagt, der gute Start ist wirklich, wenn du das Universum mal kennenlernen willst, hier anzufangen. Und Simon, ich habe es richtig verstanden, man kann ja auch später dann noch auf die größere, ja, Range mit den verschiedenen Tools, die wir auch für die Ausbildung nutzen, zurückgreifen. Das andere Angebot, das bleibt ja auch hier ein bisschen länger stehen oder bleibt zumindest auf dieser Seite bestehen, oder? Ja, wobei dein Megapaket gibt es nur bis zu deinem Geburtstag, Anträger. Genau, klar, das Also, Paket auf der linken Seite gibt es nur bis zum ja. Geburtstag. Das ist, wie gesagt, ja auch wirklich schon lang genug. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dann nach 3, 4, 5 Monaten, ich will das Morningstar-Paket jetzt doch noch mit dazu haben, kann ich das dann im Nachgang Ja, noch? das geht natürlich, natürlich. Genau, also wie gesagt, das Paket, da habt ihr jetzt hier keinen Zeitdruck. Bei der anderen Sache ist es einfach so, Simon hat mich da hart bearbeitet und ich ihn. Und wie gesagt, schaut euch das an. Das ist der beste Einstieg. Erstmal anfangen, erstmal ins Tun kommen. Dann merkt ihr auch, ob ihr mit der Software zurechtkommt. Wenn ihr dann merkt, boah, ihr habt nicht diese 5 Minuten für die Routinen, das Screening ist nichts, die Software ist euch zu komplex, dann braucht ihr auch kein zusätzliches Paket und lasst es einfach auslaufen, habt es probiert, habt immer noch die Zeitung, habt die Magazine, also habt da natürlich eine ganze Menge Input. Und wenn ihr sagt, Mensch, das macht so viel Spaß und ich will jetzt auch die Portfoliobilder nochmal genießen oder den Aktienscreener erweitern, ich will jetzt auch das Morningstar-Paket, dann könnt ihr das hier im Nachgang über die Seite auch entsprechend noch mit nutzen. So, hi André, hast du dein Investmentdepot bei Flatex oder bei der DKB, Roland? Ich habe ja auch verschiedene Firmen, damit verschiedene Depots. Ich habe ein Depot bei der Flatex, wo wir Investment machen, aber auch die Giro Interactive Brokers. Da sehr zufrieden. Lieber Simon, lieber André, vielen Dank für das tolle Angebot. Ich habe bestellt. Ich würde wünsche euch noch einen schönen Abend. Ganz, ganz lieben Dank, Siri. Wünschen wir dir auch. Schön, dass du dabei warst und viel Spaß damit. Also du wirst es richtig gut nutzen und es wird dir richtig viel Spaß und Freude bereiten und dir auch sehr gute Aktienideen geben. Ist bei der Trader-Zeitung noch bei der Trader-Zeitung ist noch kein Zugriff. Wird das noch freigeschaltet? Fragt der Rolf. Der hat gleich bestellt. Lieber Rolf, ich antworte für den Simon, es wird natürlich zeitnah dann auch freigeschaltet und jeden Abend um 18 Uhr bekommst du die PDF in die E-Mail-Adresse geschickt, wo du dich angemeldet hast. Läuft der Algo-Investor über TraderFox? Nein, Barbara, das funktioniert nicht. Das geht nur mit den MetaTrader. Ich habe gerade das Paket Börsensoftware und Magazinpaket gekauft. Dankeschön, lieber Rainer. Vorher hatte ich schon das Morningstar-Paket und zwei Zeitungen. Die Börsensoftware und weitere Zeitungen sind nun im Desk freigeschaltet. Leider die Trader-Zeitung nicht. Woran kann das liegen? Auch hier, glaube ich, Simon, antworte du, aber ich glaube, das dauert technisch einfach 2, 3 Sekunden, weil es so kurz gemacht wurde. Genau. Wie gesagt, das Angebot, das man hier kauft, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Das gibt es nur für dich. Das heißt, wir gucken morgen, machen wir manuell, wer hat jetzt bei dir gebucht, André, und dann bekommt die dieses Recht quasi dazu geschaltet. Darum geht das nicht automatisch, weil es dieses Konstrukt so gar nicht gibt. Wir machen das zusätzlich für dich, aber wir fangen da. Morgen ist Donnerstag, morgen ist Feiertag, aber gleich am Freitag, ja, hier ist es, aber gleich am Freitag werden die Freischaltungen gemacht. Ja, und du schickst ja auch noch die heutige Ausgabe der Trader-Zeitung, die schickst du ja auch noch im Verteiler rum. Ja. Genau, ich schicke das an den Verteiler rum, ich lade eine URL hoch, also auch, dass ihr das euch mal anschauen könnt und die Qualität aussieht. Aber völlig richtig natürlich, wenn du hier das Morningstar-Paket schon vorher hattest und jetzt diese Aktion nutzt, also jetzt gerade auch bestellt hast, dann kriegst du natürlich das, was da auch versprochen wurde. Das ist ja klar, sonst würden wir das da nicht hinschreiben. Nur mit der Bitte, weil das eben auch wirklich auf den letzten Metern noch zustande gekommen ist, wir das wirklich auch ausvermüsert haben für die Community als einmaliges Angebot bis zum Geburtstag. Es dauert 2 Tage, aber du hast es dann mindestens ein Jahr, also kannst es wirklich sehr, sehr häufig noch nutzen, kriegst die aktuelle Zeitung. Also da bitte einfach 2 Tage Geduld und spätestens am Wochenende hast du da dann alle Zugänge. Und wenn es Montag ist, bringen wir uns auch nicht um, aber du wirst es auf jeden Fall sehr schnell, sehr zeitnah bekommen. So, genau, Fragen, das hat man beantwortet. Das ist dann über CapTrader.
So, ja, das leuchtet ein, doch das Risiko ist doch auch extrem. Die Profis reden immer von Diversifikation, 60% Aktien und Anleihen. Genau, Roland, es ist ja auch so, dass der Simon verschiedene Bausteine hat und nicht nur drei Aktien und da sein ganzes Vermögen investiert. Ich glaube, das hat er gut beantwortet. Dann die Frage von der Jutta an dich, Simon. Kann ich die Software auch mit einem Apple-Produkt nutzen? Ja. So, da sitzt Okay, schon ich direkt weiß nicht, Simon. du meine Frau, ich muss kurz reingehen, tut mir leid. Wie bitte? Ja, genau. Also bei Simon ruft die Frau an. Er hat mir versprochen, alle Fragen zu beantworten, aber er hat einfach die Informationsgierigkeit der Community unterschätzt. Deswegen sei das hier an der Stelle auch bei ihm entschuldigt. Ich habe das Angebot geordert, sagt der Frank. Ist die Trader-Zeitung noch dabei? Genau, die ist dabei, hatten wir gesagt. Hier bitte 2, 3 Tage Geduld, lieber Frank, und vielen Dank dafür. Sind die 8 Schritte in der Software vorprogrammiert, Gerrit? Da werden wir den Simon gleich fragen, wenn seine Frau, die liebe Sarah, auch weiß, dass es ihm gut geht und dass er auch bald zu Hause ist. Mit welchem Paket lässt sich die Routine am besten durchführen? Alexander, da reicht tatsächlich das erste Paket, um diese Routine auch entsprechend durchzuführen. Ich hoffe, die Sarah ist dir nicht böse, dass du noch arbeitest. Ich glaube, du musst dich noch anmuten, lieber Simon. Ja, Andrea, ein bisschen böse, aber ich habe ja gesagt, für dich nehme ich und für deine Community nehme ich mir heute die Zeit. Ja, du Von hast das daher. unterschätzt, dass die Leute so informationsgierig sind. Es sind auch Ja. noch 10, 15 Fragen, also viel haben wir schon gemacht, aber es ist auch super lieb, dass du dir die Zeit nimmst. Ich meine, du bist Chef von über 60 Mitarbeitern, heute läuft Fußball, ich weiß, dass du auch ein großer Fan bist, du hast 3 Kinder, die wunderbar sind, ganz tolle Frau, bist schon lange verheiratet und dann trotzdem noch so motiviert dafür. Ein großes Dankeschön, deswegen rede ich auch so schnell, damit es nicht mehr zu lange dauert, aber 2, 3 neue Fragen waren noch drin. Der Gerrit wollte wissen, ob die 8 Schritte, die du uns sehr schön erklärt hattest, deine 8 Routinen, die du täglich durchführst, ob die in der Software auch vorprogrammiert sind. Ja, also diese Templates sind eingestellt, ja. Genau. Und dann kam vom Alexander da aufbauend die Frage, mit welchem Paket sich das am besten auch durchführen lässt, wo er die vorgestellten Templates dann auch findet. Die TraderFox Börsensoftware. Und wir haben ja eine Aufzeichnung heute, gell? Genau, bitte. Darum, ich habe es aber schnell gemacht, aber wenn ihr in der Aufzeichnung genau die Schritte nochmal nachgeht, dann seht ihr, wo ich geklickt habe. Also ich bin ja immer auf dem Trading Desk, klicke dann auf Screener, klicke dann auf das Ranglistentool. Also ist alles voreingestellt. Genau, und da reicht das erste Paket sozusagen völlig aus. Ja. Sehr gut. So, genau, die Aufzeichnung haben wir gemacht. Die läuft, der Button läuft. Es war ein großartiges Webinar, sagt der Timo mit 4 Ausrufezeichen. Ganz, ganz lieben Dank, Timo. Das ist sehr, sehr lieb von dir, dass du das sagst. Wird unbedingt auch deiner Frau dann weitergeben, dass heute wirklich sehr viel Mehrwert gestiftet hat. Kann man das Live-Screening als Universum auch in eigene Listen? Ach Gott. Kann ich für das Screening als Universum auch eigene Listen verwenden? Also kann hier der Manfred auch eigene Listen hochladen, ist die Frage. Jein, jein. Das geht über ein anderes Tool, über den Listenviewer. Man kann Kurslistenscans durchführen. Diese mächtige Screening-Technologie, die in Echtzeit alles berechnet, sogar die relative Stärkewerte der Branchen, die kann man nicht mit eigenen Kurslisten durchführen. Ich möchte auch kurz erklären, warum. Wir hatten das mal eine Zeit lang gemacht, aber dann laden die Leute da Kurslisten hoch mit 10.000 Aktien. Und wenn wir bei 10.000 Aktien relativ starke Indizes berechnen, wo jede Aktie mit jeder kombiniert werden muss, wo jede Aktie zu jeder Branche in Relation gesetzt werden muss, das sprengt wirklich unsere Serversysteme. Und darum haben wir hier quasi einen. Ja, darum haben wir die Funktion abgestellt. Also wir haben so hier Listen, man kann ein Screening durchführen auf die 2000 größten amerikanischen Aktien. Man kann auch noch ein Screening durchführen auf alle Nasdaq-Aktien und auf alle NYSE-Aktien, auf alle Xetra-Aktien, auf die 500 größten europäischen Aktien. Aber man kann jetzt nicht sagen, ich nehme NYSE plus Nasdaq plus Frankfurt, weil die Rechenpower, die wir im Hintergrund brauchen, weil es auch dann exponentiell irgendwie geht mit den möglichen Variationen, die es gibt, sprengt das wirklich so die Zeit, die Server dann dafür brauchen. Das ist der Grund, warum es direkt
in diesen mächtigen Screener-Tools, warum es da vorgefertigte Listen gibt. Man kann aber im Trading Desk eine Kursliste aufmachen, die man komplett selbst gestaltet hat. Und dann kann man dort selber Filter setzen in der Liste. Was ist der Unterschied? Dort werden dann die Screener-Ergebnisse bei dir oder bei euch berechnet, auf eurem Desktop. Dann kommt die Rechenleistung von eurem Computer. Ja, also ich weiß nicht, ob es zu so technisch war, aber also man kann Screenings durchführen, nicht mit dem einen Tool, aber mit einem anderen Tool, wo dann die Rechenleistung von dem eigenen PC kommt. Genau, ich beantworte noch fleißig Fragen. Kam auch ganz, ganz viel Lob von Peter, vom Johannes zum Helpdesk, zu der Art und Weise, wie ihr arbeitet, auch zu der Gewissenhaftigkeit. Hinweis vom Jörg noch, dass der Börsenbrief vom HOM VW gerade shortet und keine Nvidia. Genau, das ist noch keine Empfehlung, sondern es wurde jetzt am Wochenende einfach mal besprochen, auch fundamental gut analysiert. Aber auch hier nochmal der Hinweis, es ist kein Short jetzt, sondern es wird auf einen Katalysator gewartet. Ob der jetzt 7 Jahre in der Zukunft liegt oder 3 oder 20, wir wissen es nicht. Aber das Schöne ist ja auch, Börse besteht aus verschiedenen Meinungen. Und ich fand deine Antwort übrigens, Simon, fand ich Weltklasse. Die war wirklich sehr, sehr gut. Der Marc ist auch dabei, hat bestellt und bedankt sich für das Top-Angebot. Dankeschön. Andere Firma ändert das, sagt die Silvia. Genau da, wenn es irgendwie falsch eingegeben ist. Ach, cool, Firma hat geklappt, sagt der Ignaz. Also da merkt man mal, wie gut das klappt hier und wie schnell das Ja, funktioniert. guck, okay. Ja, ich hab's ja gerade geschickt, der Martin. Ah, ne, guck mal, war ein Bedienfehler. Man muss als Anrede nicht Herr, Frau, sondern Firma einwählen. Ah, okay, dann machen wir das nochmal ganz kurz. Seht ihr auch, also wir haben die Kooperation ja auch gerade frisch gestartet mit diesem Monsterangebot, um gut reinzukommen und gleich Momentum aufzubauen. Also bei Anrede hier, Herr, Frau, Firma, okay. Da muss man erstmal drauf kommen. Also, Geheimnis ist gelüftet, bei Anrede nicht Frau, nicht Herr und nicht divers, sondern Das ist eine Firma. dann gibt die Daten hier ein und dann könnt ihr auf der Bestellseite quasi auch weiterlaufen. Super, Dankeschön, haben wir das geklärt. Man lernt immer dazu. So sind wir noch ungefähr 10, 15, dann haben wir es. So, tolles Webinar, vielen Dank. Nochmal, kann man bei TraderFox Cancel-Methode überprüfen? Helga, ja, das geht. Da ist jetzt immer noch Ja. offen. Das kannst du definitiv machen. Warum ist das Paket Börsensoftware Magazin inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer 7% und nicht 19%? Weil es ein digitales Druckerzeugnis ist. Super Webinar. Sind Analystenschätzungen pro Aktie auch im Datenpaket enthalten, fragt der Alex. Ja, im Trading Desk, dort hat man die Estimates. Dort sind in der Infobox die Estimates der nächsten 4 Jahre von FactSet sind dort enthalten. So, dann darf ich dir noch vorlesen hier. Da schreibe ich auch lieben Dank noch ganz kurz. Der Werner schreibt, bin seit Jahren TraderFox-Kunde und bei André in der Ausbildung, euch gemeinsam in einem Webinar zu erleben. Das ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Sehr, sehr lieb von dir, Werner. Ganz tolle, wertschätzende Kommentierung, die du hast. Ganz großes Dankeschön und schön, dass du auch dabei bist. Hab bestellt. 40 ist die neue 30. Genau, das gilt zum Alter. So, Michael sagt, er kommt jetzt in die Ausbildung. Freue ich mich drauf. Sind im Angebotspaket die News Echtzeit dabei, fragt der Daniel. Im Paket 1 Es meint er damit. ist dabei ein Newscrawler. Es ist nicht dabei DPA AFX Profit, also der Profi-Nachrichtenfeed der DPA. Der ist nicht dabei, weil da möchte die DPA Geld dafür haben. Aber was ist ein Newscrawler? Wir crawlen das öffentliche Internet, sobald wir eine Info zu einer Aktie finden auf irgendeinem Finanzportal. Sei es Finanznet, sei es Seeking Alpha, sei es der Aktionär, sei es Investing.com, wird das vermerkt und ein Link wird dann dorthin platziert. Und damit hat man eine super Abdeckung von allen Nachrichten, die es gibt. Wofür brauchen Profis den DPA AFX Profit? Man braucht ihn hauptsächlich für die Berichterstattung über Analystenkaufempfehlungen. Wenn zum Beispiel die Deutsche Bank morgen oder am Freitag um 7:50 Uhr eine Kaufstudie rausschickt für die Aktie von Steico oder für TeamViewer, dann weiß das die DPA meistens schon 3 Minuten, nachdem die Kaufstudie veröffentlicht wurde,
und schickt dann diese Info über ihren Profit raus. Und diese Info gibt es auch nirgendwo im öffentlichen Internet vor 10, 11 Uhr. Also das ist so diese, ich sag mal, diese Zweiklassenberichterstattung, die die DPA natürlich in ihren Produkten selber gewählt hat, dass man solche exklusive Sofortberichterstattung über zum Beispiel Kaufstudien der großen Investmenthäuser, die laufen mit dem DPA RixProfit. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man sich eventuell da dafür entscheidet. Schön zusammengefasst. Also wer dicht dran sein möchte, wer wirklich Realtime quasi Nachrichten auch bekommt, der darf ein bisschen Geld dafür ausgeben, weil das ist natürlich nicht umsonst. Aber über das Internet-Crawling habt ihr da auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Wir sollen deine Frau ganz lieb grüßen, stehen hier und um Verzeihung bitten, aber du machst das großartig. Dann gibt es die Frage, gibt es das Paket auch für Schweizer und wie sieht es generell mit den Schweizer Aktien aus? Da gibt es wohl ab und zu Probleme mit den Daten. Ja, die Schweizer Börsen sind ja nicht mehr, oder die Schweizer Aktien wurden ja degelistet von den deutschen Börsenplätzen. Das heißt, Schweizer Aktien ist einer der ganz wenigen Märkte, die wir nur in voller Abdeckung End of Day haben. Aber zu vielen Schweizer Aktien haben wir Echtzeitdaten, die über andere Währungen berechnet werden. Zum Beispiel, wenn eine Nestle, wenn die auch anderswo in Europa gehandelt wird, dann können wir quasi den Euro oder US-Dollar-Kurs nehmen, können den umrechnen in Schweizer Franken. Dann haben wir da quasi auch eine Echtzeitindikation, heißt das dann für den Schweizer Kurs. Aber die Echtzeitkurse mit Original quer der Schweizer Börse, die gibt es nicht. Genau, und End of Day ist ja auch sehr, sehr wertvoll. Und wie gesagt, das gilt jetzt auch nur die Frage für diejenigen. Und die Frage kam auch aus der Schweiz. Ich kenne die Teilnehmer auch bei mir ein bisschen in der Community. Da habt ihr auch schon einen sehr, sehr großen Mehrwert, eben nur nicht Realtime. Ganz viel Danke kommt jetzt rein. Tolles Webinar, sagt der Gerhard. Kann man die rot blinkenden Änderungen deaktivieren im Tool? Geht das? Nein, aktuell nichts. Das soll ich mir schreiben, warum, warum, warum. Bitte schreibe an support@traderfox.de, warum. Wenn er mir gute Argumente vorlegt, warum das wichtig ist, dann bauen wir es vielleicht ein als Option. Okay, da gerne dann schreiben. Barbara fragt dich, ob du auch mit Stops arbeitest, mit Stop-Losses. Nein, ich persönlich habe im Trading ein anderes Risk-Management-Konzept verwirklicht. Ich lege keine Stop-Loss-Orders direkt in den Markt. Was ich, wenn dann habe, sind Absicherungsniveaus auf End-of-Day-Basis. Also mit direktem Market-Stop-Loss hatte ich nie gute Erfahrungen gemacht. Also da war der Schaden von schnellen Spikes nach unten war größer als der Nutzen. Und darum waren, wenn, dann habe ich mich an bestimmten Price Levels wirklich auf End-of-Day-Basis abgesichert. Das heißt, wenn die Aktie darunter schließt, dann suche ich am nächsten Tag den Ausstieg. Finde ich sehr sympathisch, mache ich auch bei Investment genauso. Also Intraday ist ja immer schwer, weil gerade wenn es Aktien sind mit Nachrichten, kann es schnell Verwerfungen geben. Und im Durchschnitt stellt man sich da einfach ein Stück weit besser. Nun kam der schlaue Hinweis, es gibt ja hier, habe ich dich vielleicht auch ein bisschen ausgetrickst von dir, die Einschränkung, dass es nur für die ersten 50 Bestellungen gilt. Und ihr merkt schon, das ist ein händischer Prozess, wo wir das am Ende überprüfen. Ich vermute mal, jeder, der heute bestellt, der ist sicher mit dabei. Wenn es jetzt so sein sollte, dass sehr große Resonanz ist und ihr merkt es ja, das Webinar ist ja voll gewesen. Wir haben sehr viele Teilnehmer trotz der technischen Themen am Anfang. Wie ist das, wenn da jetzt 51 oder 52 kommen? Simon, gibt es da eine Möglichkeit oder macht ihr einen harten Cut? Nö, das ist technisch. Dann kommt dann quasi inaktiv. Okay, dann ist es ja einfach. Dann ist das Angebot begrenzt und da auch nochmal bitte um Verständnis, weil es sind hohe Kosten, die TraderFox da stimmt. Wir merken ja, dass es sehr gut ankommt. Vielleicht gibt es in der Zukunft noch mal ein bisschen schlechteres Angebot, was immer noch sehr, sehr gut sein wird. Aber wer eben schnell dabei ist, der ist eben dabei. So, dann ganz viel Dankeschön. Hab den Link angeklickt, um zu bestellen. Was mache ich falsch? Genau, einfach den Link nehmen, sollte alles klappen. Und dann für Firmenbestellung bei Anreder war der Trick. Also sollte dann hier einfach funktionieren bei jetzt bestellen und dann einmal durch deklinieren. Bei anderen hat es ja auch schon geklappt. So, kann die Software auf mehreren PCs installiert werden, oder muss ich hierfür eigene neue Lizenz kaufen? Sie ist ja browserbasiert. Sie kann auf
beliebig vielen PCs gestartet werden. Aber halt nicht unbedingt gleichzeitig. Also wenn wir von verschiedenen IP-Adressen quasi Echtzeitzugriffe auf die Software sehen, die regional unterschiedlich sind, dann gibt es einen Cut. Dann wird der nächste nicht reingelassen. Ist natürlich ein Schutz, dass man seine Zugangsdaten nicht beliebig teilt mit 100 anderen Leuten. Macht absolut Sinn. Gerne Support-Fragen. So, Simon, dann haben wir noch zwei, drei. Also letzte Chance, wer noch Lust hat, eine Frage zu stellen. Ihr seid wirklich super engagiert. Dankeschön, auch danke für eure Zeit, eure Wertschätzung, eure tollen Beiträge. Wirklich großartig. Also ich bin auch immer begeistert, was ich für eine tolle Community habe. Danke auch, dass ihr euch an so einem relativ schönen Tag die Zeit nehmt, Wissen akkumuliert und es wird ja auch belohnt. Ich meine, 8 wirklich tolle Routinen, 3 wirklich sehr, sehr heiße Aktien, die der Aktienmarkt wirklich zum Tenbagger machen kann. Wirklich viele Tricks und Tipps. Also es ist Wahnsinn, was man auch so in den Nuancen teilweise raushört. Ich verstehe das vielleicht auch anders, weil ich auch schon 30 Jahre am Markt bin als früher und da merke ich so, Mensch, das ist super intelligent, was der Simon sagt. Jetzt weiß ich das auch. Ich hätte es gerne vor 20 oder 10 Jahren schon gewusst, aber es ist halt eine Entwicklung und da habt ihr heute auch einen großen Schritt gemacht. DPA AFX Pro hat auch eine sehr coole Impact-Funktion. Sebastian, danke für den Hinweis. Danke für die vielen konkreten Antworten. So, ich würde einfach sagen, jetzt kommt hier nicht mehr. Ich wollte bestellen. Könnt ihr noch einmal den Link geben? Wolfram, genau, ich schicke den im Nachgang auch noch rum. Also ich werde dann heute noch Überstunden machen, dass es jeder dann auch direkt hat. Super Content. Ja, lieber Simon, dann würde ich vielleicht, der Hans schreibt, er hat epileptische Anfälle durch das Rot-Grün blinken. Naja, gut, super Webinar, muss die Aufzeichnung noch einmal in Ruhe sehen. Perfekt. Also ich würde sagen, wir schließen das hier mit den Fragen. Bedanken wir uns nochmal ganz groß bei der Sarah und ihr seht, beim Simon wird es auch im Hintergrund schon langsam dunkel. Die Sonne geht unter. Aber das Schlusswort, lieber Simon, das geht noch an dich. Vorher darf ich noch 2, 3 Sätze sagen. Also ich bin auch absolut begeistert, wie viele der Teilnehmer, was du aufgebaut hast. Ich gebe ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, weil du die Aktienkultur in Deutschland wirklich extrem voranbringst. Was die Politik leider nicht schafft, das hast du mit wirklich sehr motivierten und guten Mitarbeitern in den letzten Jahren horrend vorangebracht. Über 100.000 Nutzer nutzen dieses TradeFox-Universum. Ich meine, das ist eine Referenz, die man so in Europa wahrscheinlich nicht finden wird, dass eine Software im Börsenbereich so stark genutzt wird. Ich sage, es ist das deutsche Bloomberg, nur eben deutlich günstiger und mit einem sehr, sehr großen Umfang. Fang am besten mit dem kleinen Paket an, wenn du starten willst. Das Datenpaket kannst du später immer noch zubuchen. Ich werde dir 1, 2 E-Mails im Nachgang noch schicken mit der Aufzeichnung, mit dem Link. Denk dich da rein. Ich liebe dieses Paket. Ich liebe auch entsprechend das, was der Simon macht und wie er es macht. Sehr gewissenhaft, sehr, sehr ausführlich. Und er ist schon mittlerweile 20 Jahre am Markt. Also wisst ihr auch, die Lernkurve geht steil nach oben, auch mit dem Thema KI. Wenn ihr Inspiration braucht, wenn ihr Research braucht, wenn ihr täglich auch Informationen haben wollt, die wirklich über den Tellerrand hinausgehen, ist Simon und das Paket das Angebot. Ich vermute, wir werden die 50 reißen. Also seid da lieber schnell und nehmt es heute Abend mit. Sonst macht die Technik da die Schranken zu. Ist aber, denke ich, unbedingt fair. Und damit, Simon, das Schlusswort geht an dich und nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön und auch eine kleine Entschuldigung, A, dass wir so hart verhandelt haben, aber das war mir wichtig für meine Community und B, das würde ich so lange beanspruchen. Ich habe dich ja vorgewarnt und du weißt, bei mir die Leute haben Bock und ich glaube, das entschädigt dich dann auch, wenn wir den einen oder anderen hier ins Tun bringen. Ja, also ich bin auch hin und weg. Ich habe das seltenst erlebt, dass so viele Leute wie bei dir da sind, die auch so lange da bleiben und aktiv Fragen stellen. Von daher, André, einmal im Quartal gehört deine Zeit oder meine Zeit dir, sprich plan mich ein, wenn deine Community erfahren möchte über die Canceling-Strategie oder über andere Dinge. Also einmal im Quartal kannst du mich einplanen, wenn du möchtest, dann erzähle ich deiner Community, was sie auch wollen. Großes Dankeschön und ich weiß, dass deine Inhalte sehr, sehr gut sind, werde ich sicherlich darauf zurückkommen und für heute Abend auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle. Damit schließen wir das Webinar. Wenn du magst, die Aufzeichnung würde ich morgen wahrscheinlich erreichen, das Angebot heute noch. Sag's weiter, teils mit Freunden, gib Börse einfach weiter. Das ist uns auch ein großes Anliegen. Denn Wissen wird nicht weniger, wenn man es teilt, sondern mehr. Und in dem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend. Und nochmal ein großes Dankeschön an lieber Simon, auch für die zukünftigen Veranstaltungen, die du mir gerade öffentlich versprochen hast. Schönen Abend, André. Schönen Abend an alle Zuschauer. Ciao.